Wunderschönen guten Morgen zusammen. Hallihallo, falls schon jemand da sein sollte. Ah, da sehe ich schon 98 Johnny 98. Moin Bestas Crow und moin Cookie. Moin Yuki, Johns, Marcello, Bestas Crow. Schönen guten Morgen. Mir ist legit gerade mein Handy aus der Tasche gefallen. Also das kann nicht wahr sein. Christian ist auch sofort da. Ja, Cookie, da kann man einen Supercut draus machen. Da kann man wirklich einen Supercut draus machen. Heute geht's bis Pi mal Daumen 14 Uhr. Nur. Also Christian muss halt heute wieder zurück nach Düsseldorf reisen. Und deswegen haben wir heute nicht ganz so viel Zeit, aber die Zeit wollen wir natürlich trotzdem gerne mit euch und Elden Ring verbringen. Was haben wir denn da nochmal? Ein bisschen dunkel hier. Ach ja, I remember. Wir haben das Katana gefunden. Die war ganz nice. Aber wir wollen in Wahrheit, haben wir ja gestern glücklicherweise freigespielt, die Schwingse. Also mit dem Schild haben wir große Last, aber müssen wir schon irgendwie hinkriegen, weil zwischendurch will man ja schon mit dem Schild auch spielen, würde ich behaupten wollen. Das ist denn besonders schwer. Also Harnisch. Was rauscht da so? Moment. Haben wir ein großes Rauschen im Hintergrund oder ist das einfach nur das Spiel? Moment, ich höre gerade selber noch nichts. Oder ist das Spiel? Das Rauschen ist das Spiel. Würde ich jetzt sagen. Warte, ich mache das Spiel mal aus. Test, test, test. Jetzt müsste das Rauschen weg sein. Jetzt hört er das Spiel nicht mehr. Also wir sind hier gerade... Warte mal, bevor... Wenn euch das Rauschen stört... Nee, ich mache euch einfach die Konsole ein bisschen leiser. Moin Happy! Moin Schmuki! Ich mache auch gleich noch Social Media. Wobei, das machen wir jetzt erst. Das machen wir jetzt. Stell dich in die Höhle. Ja, gute Idee, Cookie. Wo ist denn die Höhle da? Können wir auch mal Tag machen. Schon wieder so unfassbar dunkel. So, hier ist ruhiger. Spoilert mich das, wenn ich hier live zuschaue zu dem Playthrough von Peter und Chris? Spoiler wofür? Meinst du Spoiler für den Playthrough von Peter und Chris? Ich kann die Frage nicht ganz nachvollziehen, ehrlicherweise. Das hier ist der Playthrough von Peter und Chris. Chris ist nur, der kommt in 2 Minuten. Es geht weiter mit Elden Ring auf twitch.tv/beatsmeet. Meine Storys dieses Wochenende sind immer dieselben. Wir sind wieder live mit Elden Ring. Schaut vorbei. twitch.tv/beatsmeet. Und gepostet. Ja, ich bin einfach der Social Media König. Das ist allerdings richtig. Und da ist Christian auch da. Kurzes Recap von gestern. Gerne. Gestern waren wir, keine Ahnung, 14 Stunden live und haben. Wir haben um 23. Wir haben gestern um 23 Sekunden verpasst, 13 Stunden und 37 Minuten zu streamen. Ah,
Das ist belastend. Das ist mir einfach nur so aufgefallen. Wir haben diese Insel hier komplett geklärt, also soweit wir wissen zumindest. Also da sind wir durchgegangen, inklusive Mornes Schloss hier und dem Boss da entsprechend. Also es war auch ein Gebietsboss, den wir da gelegt haben. Und dann haben... Oh, ja, ist gut. Dann haben wir hier dieses Castle komplett gelegt. Ich hab vergessen, wie das heißt, ehrlicherweise. Oh, Peter hat mir Frühstück gemacht. Ja, ich habe Christian Stullen geschmiert. Ja, danke schön. Bitte schön. Sturmschleier oder so heißt dieses Schloss. Das haben wir komplett gemacht, inklusive den Bossen Margit und Godric. Dann sind wir hier hingegangen. Zum Heiligen Turm von Limgrace und haben die große Rune. Ja, die riesengroße, krasse Rune geholt, die uns überhaupt nichts bringt, weil wir die Runenbögen vorher einfach verfeuert haben. Ja, das war ein bisschen belastend. Und jetzt sind wir gerade dabei, hier nochmal ein bisschen die Anfangsarea, die wir jetzt hier mal als dieses blaue grüne verstehen, mein Gott. Dass wir hier nochmal clearen und gucken, dass wir alle wichtigen Sachen hier finden, bevor wir weitermachen. Und da wäre jetzt Next Stop hier Brücke, beziehungsweise da der kleine See. Mal ein bisschen gucken. Wir haben außerdem unser alles so gelevelt, dass wir jetzt diese Sense tragen können. Und die heilige Sense. Die heilige, geile Sense. Schon wieder Nacht gewesen. Ja, und ich roame lieber am Tag. Ich habe noch nicht raus, ehrlich gesagt, wie lange es dauert. Also wie lange ein Tag sozusagen dauert. Wisst ihr das, Chat? Ungefähr. Aber eine Sache, Christian. Mhm. Also häufig werden wir die ja zweihändig tragen, die Sense. Mhm. Aber manchmal will man ja schon auf Schild wechseln, ich zumindest. Mhm. Dann haben wir die Problematik, dass wir eine große Last haben. Ja, wechsel doch vielleicht die Handschuhe. Also das reicht. Wie viel sind wir denn drüber? 38,8, 54. Keine Ahnung, cool einfach. Reicht. Ja, reicht jede. Nehmen wir. Nimm einfach mal die und dann guckst du, ob die anderen besser sind. Magisch und Blitz zu Feuer, heilig und Schnitt. Würde ich eher die nehmen. So. Und Land ist bis 14 Uhr, ja genau. Ja. Kurz, weil uns die Vögel so auf den Sack gegangen sind. Peter meinte, es ist ein Patch erschienen. Ja, stimmt, es ist ein Mini-Patch. Ha, guck mal, Klaus ist back, Alter. Oh mein Gott. Klaus ist back. Hallo, guten Morgen, vielen lieben Dank für 10 verschenkte Subs. Klaus, ich hoffe, dir geht's gut. Irgendwie ist der Morgen nicht so hell, wie ich hoffte. Und hier haben wir noch ein Lager. Da möchte ich auch mal kurz einen Blick reinwerfen. Oh. Oh, der ist nicht One-Hit. Das ist der große Hund. Ah. Also Two-Hit ist schon okay. Oh Gott! Moment. Klaus back at it again. Ja, ist halt echt so. Guten Morgen. Welcher Boss war der schwerste bisher? Der erste, weil wir verballert haben, dieses Item dafür zu benutzen. Einfach. Selbst nachdem wir es gekauft haben, wo ich mir dachte, ja, nimmst du in Phase 2, ne, geht nur in Phase 1. Alter, geht immer auf mehr Eier. Da kam ich noch wieder. Nicht den da hinten anvisieren, den da sollst du anvisieren. Ja, Alter, der kann halt auch. Der hat trotzdem geblockt und 135 Schaden kassiert. Ja, aber ich muss. Der geht einem ganz schön auf die Cojones. Erstmal wieder reinkommen, ne? Reichweite ist eigentlich nice. Die könnten wir für uns nutzen. Oh. Du bist halt jetzt, da muss man sich umstellen mit der Sense. So Reichweite.
Ja, so weit ist die Reichweite jetzt auch wieder nicht. Okay, ich glaube, der hat gar nicht richtig geblockt vorhin. Na, ja, der 40 Schaden mehr kassiert. Ach doch, der hat geblockt. Ach komm, fick dich. Da habe ich mich jetzt selber anstrengender, als ich dachte. Das war ein Großschwert. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Dritter Großschwert. Ein Großschwert, das besonders fähigen Kämpfern im Dienste des Heimkampfs verliehen wurde, die aber keinen Rang oder Titel trugen. Diese Waffe ist für den Kampf gegen größere Gegner ausgelegt und lässt sich auch bequem beidhändig führen. Es war gewiss eine große Ehre, solch ein Meisterwerk zu empfangen. Bequem, okay. Das Moveset kennen wir, glaube ich. Ja, Großschwert-Moveset. Oh, okay. Okay. Hm. Das ist eine gute Frage, wo man die Sense herkriegt. Oh, die Sense. Da wurden wir nochmal quasi hingeführt vom Chat, meine ich. Oder? War das nicht hier? Nee. Da haben wir die Doppelklingen bekommen. Stimmt, da haben wir die Doppel. Irgendwo hier war das, glaube ich. Irgendwo auf der Insel, glaube ich. Aber ich bin mir da auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Wie lange haben die gestern noch gezockt? Bin um 2:30 pennen gegangen. Ich glaube, es ist 2. Ja, nicht mehr viel länger. Wir haben uns noch die Sense erfarmt so ein bisschen und dann aufgelevelt und sind ins Bett gegangen. Okay, ich bin ja jetzt super misstrauisch, was Truhen angeht. Kein Bock, wieder teleportiert zu werden. Oh, da steht ja noch einer. Wo bist du denn her? Ja, alles gut. Bestien-Dreieckschild. Dreieckschilder haben wir mittlerweile auch eine Menge. Mal ein Punkt mehr magisch, dafür verlieren wir sehr viel bei Feuer, Blitz und Heilig. Also ist Crab, ein mittelgroßer Metallschild, einfacher zu führen als ein Drachenschild. Ja, das steht bei allen. Das Bestienwappen soll Krieger daran erinnern, im Eifer des Gefechts nicht unvorsichtig zu werden. Kämpft mit Leidenschaft, aber lasst euch niemals von ihr vereinnahmen. Moin Stecker, danke für 11 Abos. Vielen lieben Dank, Stecker. Okay, normalerweise würde man quasi von hier kommen und da sind halt noch zwei Dudes, aber das ist uns egal. Gut, dann gehen wir weiter. Mystic Sword Waffen und Rüstung habe ich bisher gesehen, haben keine Haltbarkeit in Elden Ring. Das haben die rausgenommen. Das ist auch gut so. Das ist einfach auch ein Feature, darauf kann man auch einfach mal komplett verzichten. Also auch die Items, womit du dann reparieren konntest und so, da hat sich alles erübrigt, sobald du sowieso einmal gesessen hast. Der hat Aua gemacht. Aber der sieht so aus, als wäre der fest. Finally! Ja, sagt er auch. Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, natürlich. And as you can see, I'm stuck here. Please. Step, bro. Can you help me out of this? My thanks. 1,000 thanks. Just give me a good smack from the rear. With something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Okay. Give it your all, I say. Ist euch online? Ja. Das hinter dem, ich wollte sagen, hinter dem keine Nachricht ist, würde mich wundern. Er will also von was Großem von hinten. Okay. Was Großes sollen wir nehmen? Also, keine Ahnung. Haben wir ja. Ich will ja nicht so viel Damage machen, weißt du? Du tötest den aus Versehen. Oh oh. Geil. Ah. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you.
And as a token of my appreciation, danke, Mixen. Okay, er gibt uns besseres Fleisch. Wow. Once again, the pleasure is mine. I am the warrior jar known as Alexander. Eisenfaust Alexander, Junge. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted, Caelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? I'm heading east to Redmane Castle. I've heard that. Okay. East. Okay, ja, das hat eigentlich so ein bisschen auch vor. Das hier ist Caelid. Dieser rote Bereich heißt Caelid. Und hier ist, oder ein Bereich, der noch dahinter liegt, falls es noch einen östlicheren Bereich gibt. Also was mir auffällt, dass in jedem Bereich so ein komischer Baum ist, ne? Da ist der Baum, in dem Bereich, da unten ist der Baum für den Bereich, mit dem großen. Da. Da ist ein Baum. Ja. Sie werden extra auf der Map angezeigt. Ja, und also hier wird dann auch wieder ein großes Schloss sein, wenn ich das richtig verstanden habe, wo gerade diese Kriegerfeste stattfinden. Und da müssen wir dann wahrscheinlich auch einen killen. Guck mal hier, das ist kein gut versteckte Höhle, muss ich sagen. Aber gut. Wo sind wir denn gerade? Ach, da. Ja, okay. Ja, wir wollten ursprünglich mal über die Brücke, weil wir in den anderen Bereich auch nicht gekommen sind. Genau, wir wollten über die Brücke, aber ich will mich hier nochmal ganz kurz umsehen. Jetzt setmäßig noch so ein bisschen überlegen, weil wir haben jetzt ein bisschen unseren Damage geboostet, ob wir dann als nächstes Mal, also wenn wir halt Richtung Faith gehen, auch ein bisschen was so Endurance, Mana, damit wir das halt auch mal nutzen können, machen. Endurance ist halt mittlerweile dann doch wieder relativ wichtig, weil halt die Sense auch recht schwer ist, dass wir spätere Ausrüstung vielleicht mal tragen können. Steht der denn da einfach so rum? Von der Seite in den Fuß rein. Ja. Ausschieben. Ja, da war schon Blutung. Warte mal, der Sound hieß gerade, dass irgendwer gestorben ist. Entweder er oder du. Aber beide stehen noch. Es rastet da aber völlig aus. Aber du hast recht. Oder du hast irgendwas getötet, irgendwie eine Libelle oder so. Die ja, dann kann sein, ja, wir haben so eine Libelle aus, das hat einfach mitgesnackt. So. Einfach also, umgenockt. Der Sound war schon komisch. Scheiße, wir haben da unten tatsächlich ein Item übersehen. Oh Mann. Mag den Prügel irgendwie besser, der ist schneller. Ja, das ist halt Playstyle, ne? Muss man, ist ja Gewöhnungssache. Also wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Playzeit wir haben. Hast du das gesehen, als du das Spiel gestartet hast? Da steht ja mal hier, so viel Spielzeit verbracht. Ich habe einfach auf weiter gedrückt. Also wir hatten, glaube ich, bevor wir gestern angefangen haben, 14 Stunden. Dann müssten wir jetzt irgendwas mit, irgendwas um die 40 plus Stunden haben. Okay. Oder? Ja, vorgestern 14 hatten wir gestern Quatsch, 14 30. Waren. Ja, ein bisschen weniger als 30. Aber warte mal, das kann man das. Ne, das kann man nur aus dem System nachgucken. Wir hatten ja viel Umbaupause auch. Warte mal, ja genau. Guck mal, Kürbiskopf. Und ein Feuer. Ja, das ist doch praktisch, da kannst du mal voll machen. Ein Ort der Gnade. Weil gefühlt, so von den Stats würde ich sagen, fehlen noch so ein bisschen jetzt die weiß ich nicht, Sekundärstats, also die nicht unbedingt direkt Schaden machen. Der ist aber auch aus, der ist nicht der fit. Der hat Kopfschmerzen, glaube ich. Der weiß, glaube ich, oder ich glaube, der ist. Möchte gerne seinen Helm loswerden. Hohoho, der ist tot! Ja. Refugiumstein. Aha. Oh, was ist das hier? Achso, ein paar Sachen kaputt gegangen. Endlich über die Brücke!
Kann man denn irgendwie sehen, welche Bossen noch über sind oder welche ihr schon erledigt habt? Nee, tatsächlich glaube ich nicht. Also, du kannst halt fragen gehen, lol. Ah, das ist ein Händler. Der geil. Das ist ein Musikinstrument? Ich dachte, das wäre eine Angel. Oh, dear. Oh. Terribly sorry. Are you here as a customer? Ja. Sind wir. Du kannst halt in dem Refugium, da in dem Ritter der Tafelrunde hab, da kannst du jetzt mittlerweile mit dem einen Typen sprechen, der gibt dir zu jedem der Bosse, also zu jedem der Elden Ring Kinder, sag ich mal, also von, wie hieß die noch? Marika? Ja. Marika! Gibt dir so eine kleine Erklärung. Da steht aber auch nicht, welchen du davon schon besiegt hast. Also selbst für Godric. Genau, können wir uns die Erklärung noch angucken lassen. Eine schwarze Stoffmaske, die den Mund bedeckt, wird von Banditen bevorzugt, um ihre Identität zu verbergen. Und schützt sogar ein wenig gegen Gift. Naja. Okay. Und flammende Gespanne, eine Notiz. Erhält Informationen zu flammenden Gespannen. Hm. Also. Also so ein Pot könnte man halt kaufen für... Ja, wir haben auch so viele Schildkrötenhälse. Ich will wissen, was eingelegter Schildkrötenhals ist eigentlich. Das haben wir. Kannst du herstellen. Wir haben schon eingelegte Schildkröten. Ja, ganz viele. Das sind die Ausdauer wiederherstellen. Da kommt der Topf genau. Achso, da steht es ja auch, lol. Ja, genau. Kurz die Ausdauerregeneration. Ja, nee. Langweilig. Ich muss apologisieren. Ich bin sehr froh, dass ich zu offer. Das ist ja egal. Wir haben trotzdem was gekauft. Ja, echt mal. Oh, er spielt weiter. Die Sachen haben wir, also das ist halt ulkig. Ich weiß auch nicht, wie ich das mal irgendwann in meinem Playstyle reinkriege, aber diese ganzen Objekte haben wir noch nie benutzt. Du kriegst mehr Runen, du hast Ausdauerregeneration und. Das haben wir noch kein Mal benutzt. Tja. Ja, hier müsste ja irgendwo ein Feuer sein. Da wird ein. Da irgendwo. Entweder im Norden. Da, oder halt direkt da. Hier sind ein paar gestorben. Wette, nachts kommen hier Skelette. Oder auch tagsüber. Oder tagsüber. Ja, die stehen immer nochmal auf. Game is nice, ja. Auf der PlayZ auf jeden Fall. Weiß gar nicht, wie das mittlerweile auf Steam aussieht. Da hatte gestern jemand geschrieben, am Samstag gab es da auch irgendwie einen kleinen Hotfix. Aber gefühlt ist das so ein Lotto-Spiel, ob das so bei dir läuft oder nicht. Manche haben einen geilen Rechner, da läuft es nicht. Manche haben nicht so einen geilen Rechner, da läuft es. Ja. Xbox immer noch Online-Probleme. Ja, aber das Gefühl da habe ich vor einer Stunde einen Tweet gelesen von Elden Ring, dass die Xbox-Probleme jetzt gefixt sein sollen. Ah, okay. Aber der ist auch erst eine Stunde alt. Gestern Abend, schätze ich mal, wird es die meisten Spieler gehabt haben, Freitag, Samstag. Da hatten wir auch so ein paar Sachen, ne, wenn du halt irgendwie Blut berührst, dann kommt das nicht direkt, oder... Der hatte übrigens gelbe Augen, hast du gesehen, ne? Ja, der war mad. Gelbe Augen bedeutet in dem Fall, der gibt 2- bis 3-fache Seelenmenge. What? Okay. Hat mir Vati Vitya erklärt. Oh, bist du neu mit dem Doppel... Komm mal online, vielleicht aber auch nur Glück. Ja, das. Ich schätze nicht, dass es gar nicht geht. Es wird hin und wieder mal so aussetzbar. Okay, hier ist nix. Das Gute ist für Elden Ring oder generell für die Souls-Teile ist online eigentlich überhaupt nicht so wichtig. Es sei denn natürlich, du willst jetzt unbedingt mit jemandem im Koop spielen. Dann ist das natürlich belastend. Ja, die Erfahrung ist ganz nice, zwischendurch mal sehen zu können, wie Leute gestorben sind. Gleichzeitig spoilert es natürlich auch extrem. Also wenn du extrem viele Blutdinger hast, weißt du direkt, da wird ein Kampf abgehen oder eine Nachricht, die schreibt, jo, bei der Boss voraus, da ist ein Feuer. Ja. Genau, ich halte, also Peter hat halt auch ganz gut geschrieben, also ich glaube auch Elden Ring ist einsteigerfreundlicher, aber nicht leichter. Was denn? Ja, wir haben nicht genug zum Leveln. Da ist wieder so ein Rehschrei.
12.000, ja. Was ist das denn? Totenwasserdorf. Marika? Nein. Also sollte ich irgendwann mal hinterher spielen? Ah, deswegen Totenwasserdorf. Ja, dann. Erste zu den Kapellen, damit du bessere Flasks hast. Also ein Boot. Da ist der Fährmann. Der sieht mir auch ein bisschen geisterhaft aus. Was mich ein bisschen stutzen lässt, ist, dass der so violettes Licht hat. Aber vielleicht ist das auch nur, damit du den Messer siehst. Ich will nur, bevor ich das vergesse, habe ich hier auf der anderen Seite noch was gesehen. Das war das Ding. Wir wissen, ob das was Besonderes ist. Wie lange spielen wir heute? Bis 2. Oh Gott. Alter, ich habe mich von meiner eigenen Sense erschrocken. Weil die da so rausgeglitscht ist. Dachte ich, da kommt ein Gegner um die Ecke. Hier ist im Titel. Auf. Das habe ich auch nicht. Guck doch mal auf den Titel-Chat. LOL! Tibia Seefahrer ist doch nicht so ein netter Dude, der dir da irgendwas gewähren möchte. Hä? Wo ist er denn? Wo ist denn der jetzt hin? Da! Oh, das sieht nach einer nicht so geilen Area aus. Oh, der summon Viecher! Was machst du da? Das mag der nicht so gerne. Wie cool ist das denn? Der hat sein eigenes beschworenes Vieh weggemacht. Yo. Gegner zu Fall gebracht. Der wollte hier gerade mit seiner Schaluppe eingeben. Ja, so nicht. Guck mal, jetzt haben wir auch noch eine Todeswurzel. Wofür war die denn nochmal? Die haben wir gestern schon gefunden. Da haben wir gesagt, irgendein Typ frisst die. Also ah ja, stimmt. Oh, und Asche der Skelettmiliz. Eine neue Asche haben wir bekommen. Da kommen Skelettes. Wie viele denn? Ruf die Geister von 2 Skelettmilizionären. Die Geister der im Tode lebenden Milizionäre erheben sich so lange, bis jemand ihrer Existenz ein Ende setzt. Lol. Die kommen auch wieder. Dieses groteske Schicksal erwartet alle, die mit der Todeswurzel in Berührung kommen. Naja, so lange, bis jemand ihrer Existenz ein Ende setzt, würde ich sagen, die sterben, dann stehen die wieder auf und dann sterben die nochmal sterben, sind die wahrscheinlich weg. Ja, wahrscheinlich. Aber wir müssen mal ausprobieren. Da ist hier einfach mal so ein Kuderfahrer. Named Gegner. Oh. Hä? Ach, ja, Schlüssel sollten wir noch haben. Da liegt noch so ein Schädel mit. Ja, den nehmen wir mit. Ein paar Versuche gebraucht, um den Schädel. Ja, wir sehen wirklich so ein bisschen aus wie. Wie hieß der erste nochmal? Krieg? Ja, ne? Oh. Krieg, wir sehen aus wie Krieg und die Sense von Death aus Darksiders. Hier ist Tudelparadies. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Eigentlich sind Tudels ja geil. Aber hier ist ja auch sonst nichts, oder? Im ersten Blick. Doch, da ist noch eine Tür. Ja, die Tür, ja. Wenn jetzt hier eine Ratte wäre, das wäre geil. Eine dicke Ratte und da sind die Tudels. Grüner okay. Schildkröten-Talisman. Okay. Du warst zum Master-Splinter. Beschleunigt. Oh, damn. Ein Talisman in Form einer grünen Schildkröte beschleunigt die Ausdauerregeneration. Das Volk der Randländer glaubte einst, dass Fleisch von Schildkröten stärke die Potenz. Doch für all jene, die Schildkröten als Träger der Weisheit verehren, ist das absolut. Barbaric. Okay, das ist, wie hieß denn der Scheiß nochmal bei Dark Souls, ey? Der Crestring? Der Green Crest?
Oder Wooden Crests oder sowas. Cool, ich habe irgendwas mit. Aber du meinst den, eigentlich hatte das, also das Schild hatte das ja auch, ne? Ja, genau, das meine ich. Vermessen Sprung, weiß ich nicht. Chlorantie-Ring? Chlorantie, okay. Ja, Chlorantine-Ring oder Grass Crest Schild. Grass Crest Schild. Das gibt es auch. Okay, benutze ich mal statt der. Sprungangriff. Statt Sprungangriff. Achso, jetzt verlieren wir da ja gar keine Ausdauer, weil wir nicht im Fight sind. Und die ganzen Tootles will ich jetzt nicht unbedingt umbringen. So. Also, das war das Totenwasserdorf. Da durch und dann mal so durchs Wasser laufen, wenn es das geht. Ja, hier geht's glaube ich auch runter. Aber ich guck mal ganz kurz. Wo sind die vier? Da ist die 3, da ist die 2, da ist die 1. Und warte, 3. Da ist wieder 1. Oh, da kannst du nochmal free trinken. Bacon. Das ist schon wieder ganz schön tief. Ich weiß nicht, ob man da runter will. Da sind zwar so Stufen, dass man runterkommt. Interesting. Hätten wir hier auch hochgekonnt, quasi so rum. Weiß ich nicht. Kannst du die Stufen hochspringen, dann sammelst du hoch dafür aus. Ich meine, da unten sind halt Sachen. Da ist mindestens, da sind verschiedene Items, die da auf den Ecken liegen. Das werden diese goldenen Klumpen. Das sind diese sein. Klumpen. Aber guck mal auf die Karte, weil ich glaube, das ist hier quasi. Ja, dann kommst du halt da wieder. Da waren wir noch nicht. Die Frage, ja genau, die Frage ist, wenn wir jetzt da runter gehen würden, hätten wir dann wieder das Problem, dass wir nicht hochkommen? Ja, nee, lass erstmal hier oben weitermachen. Moin, moin an alle, die jetzt weiter noch dazu kommen. Ja, genau, moin. Oder Mahlzeit. Stimmt, Peter, du kannst leveln, theoretisch. Oh, okay. Gucken wir mal, dass wir nochmal uns jetzt nicht zu sehr in Gefahr begeben. Und einen Ort der Gnade finden. Oh, hier ist gar nichts. Or is it? Was bist du? Ah, ne, du bist auch nichts. Ist einfach. Hier ist einfach Ruine. Und Libellen. Und Libellen, ja. Okay, da geht's jetzt in. Was hängt denn da hinten raus? Ist das eine Wurzel? Rechts in den Felsen? Ja, ich glaube schon. Das ist eine Wurzel. Hier, ist hier kommen wir aus. In den roten Bereich. Da wollen wir noch nicht rein. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich runter. Der rote Bereich ist nicht unser Ziel. Guck mal, 1000 Seelen. Ja, theoretisch schon, aber praktisch. Da kann man wieder runter und hoch. Ach, guck mal, da kannst du runterspringen. Nee, hoch. So rum. Beides. Ja. Tatsächlich kannst du auch reinspringen. Okay, kriege ich den hin, ohne zu sterben? Ja. Okay, die 1000 Seelen nehmen wir mit. Die Sense, das ist die Schwingensense. Oder Winged Sky. Kommen wir jetzt hier gar nicht mehr zu den. Jetzt muss ich doch nochmal zurückgehen, weil ich will nicht auf die Gräber verzichten. Was ist hier denn alles? Unbemerkt, oh, unbemerkt und dann laufen versuchen. Höhle suchen. Ach, da unten scheint eine Höhle zu sein. Ja, aber da unten ist auch ein Feuerchen. Ah. Nee, okay, dann bin ich da jetzt doch runter. Ja, hier kommt man ja zumindest ganz entspannt runter und auch entspannt wieder hoch. Ja, so. Das stimmt. Das ist eine Mine. Oh, Schwingenstein, nee, Dunkeleisenstein 3 oder sowas brauchen wir.
Hier sind ganz schön viele Nachrichten. Hier ist auch kein Feuer bis jetzt. Ah doch. Da sind die Potties. Hier sind aber echt viele gestorben. Lecco mio. Dann wollen wir mal ganz schnell ein Level gönnen. Die Minen, nee, die Minen von Mösia gibt es nur in Minecraft. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, ne, was machen wir denn? Was machen wir denn? Also ich meine, man könnte Kraft. Halt irgendwie gucken, wenn wir halt auf Faith gehen. Also Waffe können wir tragen. Waffe können wir auch verstärken, aber anderweitig. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir halt zusätzlich noch Zauber nutzen? Also die Faith-Sachen. Dann bräuchten wir wieder ein bisschen Geist und... Ja, ich würde auch sagen Geist. So. Ist nicht die Welt, aber läppert sich irgendwann. Ja, richtig. Okay. Hier ist er ja wieder. I hadn't expected to see your face again. Are you heading to the Festival of Combat too? No need to be coy with me. Judging by the fine wallop you gave the old backside earlier, I would venture you're something of a warrior yourself. The mere thought of such a festival gets the blood pumping, eh? Now, according to my calculations, passing through this road should lead us to the Caelid Wilds. But, however you slice it, it seems we've reached a dead end. I'm sorry to have raised your hopes. It seems my calculations must have been off. Moment, erstmal. Ja, oh, vier sogar, nice. I was created to be a warrior vessel. Warrior vessel. Warriors reside within me, ever dreaming of becoming a great champion. It's my destiny. And the reason for which I quest, it is my ordeal, you could say. To test myself, to better myself, to fell ever greater foes. And then, one day, we'll be a single great champion. The greatest of them all. What do you think, eh? How do you rate my chances? Uh-oh. Achso, ich dachte, wir müssen jetzt schätzen. I was crazy. Ja, okay. It's my day. Also nach... What do you think? Naja. Also hier ist der Fight Club sozusagen, oder was? Aber ist dicht. Ja, keine Ahnung, was hier abgeht. Wieso sind hier so viele gestorben? What the fuck? Haben die den wohl angegriffen im Stress? Aber... Nee, das... What? Kämpfen in die andere Richtung. Es hat übrigens jemand auf Twitter geschrieben, du kannst bis zu 5 Passwörter eingeben. Und von diesen Passwörtern werden die Nachrichten eher hervorgehoben. Das heißt, wenn du sowas wie ein Community-Passwort festlegst und sagst, ich will das jetzt nicht sagen, weil sonst rickt man direkt quasi das Passwort, ne? Aber wenn wir jetzt ein Passwort festlegen würden und alle Leute würden das benutzen, dann würdest du wissen, das ist quasi von der Community. Wie können wir das denn machen? Das weiß ich gerade nicht, aber das schrieb jemand. Das will ich, das will ich. Und davon kannst du halt bis zu 5 Stück scheinbar nehmen, wenn ich dem Twitter-Menschen glauben darf. Wovon die Nachrichten dann hervorgehoben werden. Kann ich nochmal kurz gucken. 28 Stunden haben wir. Optionen und dann mehr Spieler. Und müssen wir das machen, bevor wir ins Spiel laden, weil hier ist nichts dergleichen. Also hier gibt es ein Elden Ring Gruppenpasswort für die Pizmeet Community. Dadurch werden Nachrichten von allen, die dasselbe Passwort benutzen, hervorgehoben. Man kann bis zu 5 Passwörter gleichzeitig einstellen. Ich kann mal googeln. Nicht bei Einstellungen, beim Menü, wo auch Inventar und so ist. Ja, hier ist auch mehr Spieler. Aber hier sind all die Objekte, die... Achso, lol, da links, rechts, ich Dulli. Okay, Gruppenpasswort. Wir legen jetzt eins fest. Ja. Ich würde mal sagen, Pizmeet. Das wäre am naheliegendsten, hätte ich jetzt gesagt. Weiß nicht, ob da groß... Warte mal, wenn ihr ein Gruppenpasswort festlegt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Nachrichten, Rufzeichen, Blutflecken und Phantome anderer Spieler seht, die dasselbe Passwort verwenden. Elemente mit dieser Priorität sehen anders als der Rest aus. Ja, guck mal, da haben die das wirklich über die Farben gemacht. Ja, mega gut. Pizmeet passt nicht.
weil das reicht nicht. Deswegen ist das Passwort Pete's Me. Ja gut, das, das wird ja dann jeder haben. Aber klein geschrieben. Ich weiß nicht, ob Groß-Kleinschreibung relevant ist, aber ja. Wir schreiben es klein. Guck mal, Pete's Me. Pete's Me. Nee, nicht Pete Smith. Da musst du nämlich dann wieder mitdenken, dass das E fehlt. Na genau, deswegen gib Pete einfach Pete Smith. Wird jeder das gleiche Problem haben, dass er nicht genug Zeichen hat. Genau. Mega geil. Hätten wir mal von Sekunde 1 machen sollen, ey, so eine Scheiße. Meinst du, wie viele geile Sachen wir schon gefunden hätten dadurch? Okay, da unten geht was ab, aber ich will auch noch zu den Särgen. Ja, hier kann man doch runterspringen. Ja, Leute, euch ist völlig klar, ne? Also wenn die halt anders aussehen, mal angenommen, die sind irgendwie gelb. Und wir finden so eine gelbe Nachricht, dann würde ich dieser Nachricht noch weniger vertrauen als den weißen. Nachdem der Chat mich gestern so ausgerettet hat. Ganz schöner Runenboost hier, Alter. Da war sogar. Den 31er gemoved hat. Da war sogar eine 5er-Rune bei. Warte mal, 1, 200, 400, 800, 1600, dann müsste die 2000. Ja, Blödsinn. Gab's eine 2400er? Die würde dann voll rausfallen übrigens. Aber da zurückkommen ist tatsächlich ein Problem. Oder? Nee, da waren noch die Dinger, wo du hochspringen kannst links, oder? Ja. Doppelsprung, all the win. Nee. Hier kann man runter. Mit Elden Ring Souls und DLD auflösen. Oh, das finde ich ganz schwierig, weil. Oh. Könnte sein. Ich sehe nur noch nicht so. Die Welt ist so riesig. Wenn du weißt, du kommst irgendwo nicht weiter und willst den Boss nicht machen, weil du dafür zu schwach bist und eventuell sterben könntest, dann klärst du halt einfach alles. Und das wird ewig dauern. Könnte aber lustig sein, also mich würden die unterschiedlichen Playstyles sehr interessieren. Oh, der könnte der sein, der explodiert, wenn der tot ist. Oder er gibt uns die heilige Klinge als Kriegsasche. Das würde ja ziemlich gut passen. Verleiht Waffe, Affinität und Talente. Und zwar heilig. Heilige Klinge heilig, diese Kriegsasche, bla bla bla. Heilige Klinge erfüllt die Angriffe der Waffe mit heiliger Essenz und verschießt ein goldenes Klingenprojektil. Die heilige Essenz bleibt eine Zeit lang in der Waffe erhalten. Zur Verwendung mit Nahkampfwaffen. Außer mit Peitschen, Fäusten und Krallen. Ja, das Ding ist, das müsste man testen. Also, ich schätze mal, also du schießt dann so ein Projektil, also ersetzt aber das Drehding. Aber was heißt denn heil? Also dann wird die Affinität mit Faith erhöht, oder? Würde ich sagen. Ja, geht nur mit der Sense leider nicht, Leute. Stimmt. Okay, da die habe ich auch, liebe sie. Oh, die sehen groß. Ah, das ist ein Bär gegen Wölfe. Das ist doch ein Runenbär, oder? Den hatten wir mal als Boss. Yep. Oh, das sind aber viele Wölfe. Ja. Yep. Lass die mal machen. Ja, denke ich mir halt auch. Aktuell hat der Runenbär noch keinen Damage gekriegt. Letztes Mal haben wir den Runenbär, als ich den in der Höhle gemacht habe, mit den Wölfen gemacht. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der immer noch keinen Schaden gekriegt. Doch, 6. 11, 17. Jetzt geht's ab. Er hält sich noch ziemlich in Grenzen, muss ich sagen. Es sind aber auch immer noch super viele Wölfe, die da leben. Okay, oh, jetzt ein paar weniger. Könnte der letzte sein da. Oh ne, doch nicht. Jetzt immer noch 4. Da kann er mal hin machen. Ich bin aber Schnauzer. Wie kann man zusammenspielen? Könntet ihr das einmal zeigen? Nee, können wir nicht, weil wir sitzen ja hier.
Also Korb kann ich dir nicht sagen, wie man das geht. Über die Rufzeichen. Ja, über die Rufzeichen. Trefft, also wahrscheinlich geht ihr an den gleichen Ort. Jeder stellt sein Rufzeichen auf und dann müsstest du den anderen ja sehen. Und wenn du dann noch das gleiche Passwort benutzt, wie wahrscheinlich dein Koop-Mensch-Freund, werdet ihr die Zeichen wahrscheinlich auch noch schneller sehen. Oh, das ist viel Schaden. Oh. Weißt du, was die Nachteil ist, wenn man eine Waffe spielt, mit der man nicht die ausreichende Stärkestufe hat? Ja, du bist... Du machst quasi keinen Damage. Also das würde ich auf gar keinen Fall tun. Das Einzige, wo man das überlegen kann, ist bei einer Waffe, wenn du die dann zweihand führst. Geht das noch? Ja, das weiß ich halt nicht. Das ging früher mal. Also früher konntest du die Waffen nie richtig tragen und dann, wenn dir Stärke gefehlt hat, lol, best. Ja, wow, crafting. Und wenn du die dann zweihand genommen hast, dann ging's wieder. Dieses glitzernde Blut verdirbt nie. Was? Ja, geht noch. Okay. Schwedestein. So. Da sind ein paar Lilien, aber dann... Dann weg hier. Ja, das geht, wenn du eine Waffe 2 nicht hältst, zählt Stärke mal 1,5. Ach, guck mal. Wie früher. So, was ist das hier? Aber auch nur Stärke. Also wenn du, wenn dir irgendwie Glaube oder Weisheit oder whatever fehlt, dann... Nee, das sieht anders aus. Flasche der wundersamen Arznei. Kristalltränen findet ihr am Fuß niederer Erdenbäume und an anderen Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr 2 Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Elixiere herstellen, deren Effekt ihr selbst bestimmt. Ich glaube, wir haben jetzt endlich den Scheiß, den ich die ganze Zeit... Ja, aber wir müssen 2 Elixiere mischen? Nee, wir müssen in der Flasche die Dinger mischen. Warte, I show you. Okay, kannst du mal auf die Karte gucken, bitte? Ja. Ein bisschen raus. Das sieht mir nicht so aus, als würde man direkt am Anfang die Nummer für Tränke kriegen. Also nicht so spät, wie wir die jetzt haben, aber... Nee, also da wäre jetzt auch nicht das Erste, wo ich hinlaufe, also... Das ist schon recht weit weg vom Start. Aber okay, also wir haben eine Träne, deswegen, also diese... Wenn ich anfange, ich glaube, wenn ich neu anfange und so ein bisschen drin bin, dann kannst du erstmal anfangen, diese Kirchen da abzureiten. Also, auf jeden. Zumindest ein paar, weil ich glaube, wir heilen uns schon fast voll. So viel Leben haben wir gar nicht. Na, guck mal da, Wait, what? Da bin ich komplett dran vorbeigelaufen. Ja, ja, sind wir auch schon. Richtig, Alter, was können wir denn? Ja, Arzneimischung. Erstmal mit Melina sprechen. Wir erzählen uns jetzt, was wir cooler. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? Na klar. Very well. In Marika's own words, my lord, and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you. In lieu of a maiden's guidance. Ja, danke. Arzneimischung. So. Jetzt können wir hier oben 2 Effekte in diese Flasche packen. Und diese Flasche, die füllt sich jedes Mal wieder neu auf, wenn wir rasten. Das heißt, das ist wie eine Health-Flasche, nur mit einem anderen Effekt. Also können wir zum Beispiel sagen... Hälfte der gesamten LP. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wenn du 2 machst, bist du voll. Na gut, davon können wir aber nicht 2 reinpacken. Was ist denn das Rechte? Kurzzeitig anhaltende LP-Regeneration. Das heißt, du wirst halb voll und danach würdest du noch weiter reggen. Ja. Oder du mischst das mit... Oder du machst Reggen und Ausdauer. Verbessert aufgeladene Angriffe kurzfristig. Ja, das ist irgendwie Quatsch. Verringert den erlittenen Schaden beträchtlich. Das finde ich ganz nice.
könntest halb voll machen plus verringerter Schaden, dann ist das wie so eine Notflasche. Wobei, das sieht so aus. Ja doch, finde ich eigentlich ganz geil. Ich glaube, das hast du nicht bestätigt, oder? Habe ich nicht? Oh, gut. Doch, ist dran. So, und jetzt können wir natürlich auch noch hier unsere Flaschen verstärken. Also in dem Elden Ring ist es scheinbar so, dass du die Flaschen sehr viel stärker bekommst. Irgendwie anstatt eine neue dazu. Und die füllt sich jetzt wieder auf, wenn wir... Ah ja, die bleibt da. Ja, dann haben wir so ein Schild. Blubbelblase. Okay, das wird dann aber wahrscheinlich nur einen Angriff beträchtlich dingen. Ja, da gehe ich auch von aus. Und jetzt rasten wir. Da ist das Schild auch kaputt gegangen. Und jetzt haben wir die wieder. Geil, das ist stark. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Aber wir können noch eine zweite. Haben wir nur eine Flasche bekommen? Oder ja, hatten wir zwei? Wir haben nur eine bekommen. Okay. Okay, also next up, entweder hier rum zurückreiten, hier hoch, ja, oder da. In den Wald. Ich würde in den Wald. Ja, in den Wald, wa? Gehen wir mal Richtung Wald und gucken, was da Sache ist. Ach, ich bin jetzt wieder so dumm. Der Wald, Alter, ist voller Bären. Der Schild. Ja, witzigerweise habe ich irgendwie in meinem Kopf so drin, dass diese Blubbel für mich das Schild ist und der Schild ist das, was wir in der Hand haben. Frage mich nicht warum, aber... Oh. Falsche Richtung. Haben Pete und Chris schon den ersten Storyboss gemacht? Ja klar, schon. Ja, wir haben schon den zweiten Storyboss gemacht. Gucken, ob da irgendwelche Höhlen sind. Sieht aber nicht so aus. Nur ein sehr großer Strand. Der Schild ist in der Hand und das Schild umgibt euch. Ja, genau, das suche ich ja. Genau wie Christian das gesagt hat. Aber ich weiß nie, wie ich das in meinen Kopf gekriegt habe. Und es geht auch nicht mehr raus. Das ist jetzt so boomermäßig. Aber ich glaube nicht, dass es falsch ist. Aber das. Wait. Tito und Chris sich schon einen reingelötet. Nee. Also gar nicht, ob das geht. Ach, das ist wieder so ein Führer. Wo ist er hin? Ah, da. Wo ist er hin? Ja, der ist jetzt unsichtbar. Ach, so funktioniert das. Okay. Die scheiß Bären da kämpfen, aber kein Thema, das ist ein kleiner Bär. Ja, ich bin... Ja. Die 15 oder so, ja, ja. Der führt uns jetzt wieder zu einer Höhle. Das ist was Größeres. Beides der Schild. Der Schutzschild, das Straßenschild. Kann natürlich sein. Also das, der Straßenschild habe ich noch nie gesagt. Das stimmt schon. Weil die Frage ist nach der Blubbelblase. Da kannst du Wölfe, also da kannst du klingeln. Warum auch immer. Ach so, wegen dem Riesenbären da. Der sieht ein bisschen größer aus als der nur 15 gibt, oder? Oder wirkt das nur so, weil der auf zwei Beinen steht? Auf jeden Fall, da wo der rumkratzt, liegt irgendwas, was ein bisschen besseres Item scheinbar ist. Ja, aber ich folge jetzt lieber... Ach so. Nee, folgt mal dem. Also das verlieren wir den aus den Augen. Könnte man sagen, das ist eine Escort-Quest. Ja, quasi. Also Junge, wenn ihr jetzt einfach die Straße lang latscht... Ja, halt echt so. Wo ist dieses versteckte Ding? Oh, das war ein Item, Moment. Oh nein, jetzt habe ich ja ganz viele Leute gepult. Heißt die Blubbelblase. Ah. So heißt es nämlich, genau. Ja, jetzt noch hier schön an den Fledermäusen vorbei. Okay. Gegner ist zu klein, um verprügelt zu werden, Peter. Ja, okay. Das ist hier schon. Kommen natürlich nochmal Wölfe vom Baum gefallen. Der hat aber auch nicht so eilig, ne? Nee, also, der ist die Ruhe in Person. Hier führt er uns da vorne zu dieser Ruine.
Blubbelblase ist der korrekte Fachbegriff, das ist richtig. Immer richtige Begriffe benutzen, Leute. Das ist wie bei Teleskoplader. Ach, da hat er einen jetzt hingeführt. Ja, moin! Das ist ein Runenbär. Der gibt nicht nur 15. Kann ja nicht direkt ausrasten. Das war ein geiler Move von dem. Ach komm, fick dich. Kein Damage bekommen. Nice. Hätte mal gerne Blutungsschaden. Oder das? Der gegen Kopf, der war fatal. Das ist auch okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf jeden Fall keinen Schaden bekommst. Aber dass du halt gerade keinen bekommen hast, war schon nice, ne? Abgefahren. Das heißt, der Effekt ist aber auch super für unseren Playstyle mit zweihändig. Fuck. Das hört sich an wie ein Typ, der am... Klingt nicht wie ein Wolf. Moment, wo kommt dieses Geräusch her? Irgendwo ist doch hier einer. Entweder auf dem Turm oder hinter dem Turm. Oder unten? Vielleicht doch unten. Ja, die Truhe haben wir gesehen, Chat, danke. Ich bin immer wieder suspicious den Truhen gegenüber. Die Truhe ist das, oder? Ne. Hä? Aber jetzt ist aufgehört. ...50% Leben plus nächster Schlag immun ist wie 100% Leben. Nice. Ah, also komplett immun, da würde ich nicht drauf setzen. Also gerade bei Bossen oder so, wenn die dir mal richtig eine reinzwiebeln, würde ich nicht damit rechnen, dass du immun gegen den nächsten Angriff bist, aber... Ja, das ist unten, oder? Ne, warte mal. Guck mal oben. Hey! Das sieht aus wie Nali. Wie soll man denn da hochkommen? Never. Ah, sorry, easy. Ey, du da! Nee, das ist der aus dem Bild. Oder? Ja, weiß ich nicht. Klar, guck mal, der hat doch ein fettes Schwert hinten auf dem Rücken. Den habe ich doch eben neu im Instagram-Post gesehen. Macht denn der jetzt da? Vor allem, wie kriegen wir den da runter? Nachts. Kann ich halt auch nicht anvisieren, wa? Also geh mal, du kannst ja runter in die Katakomben, dann können wir nochmal nachts hier hinkommen. Zweifel, ob der dann immer noch da oben drauf sitzt. Mach mal was. Au, danke ja, Klaus. Mal. Okay, ist vielleicht doch ein Wolf, der so halt. Aber ist auch halt ein Typ. Ja, stimmt, klang halt auch echt wie ein Typ. Wir wollen es noch nicht wissen. Was mit Wurfmessern? Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dem sollte man direkt Schaden machen, ja, das nur weil man den nicht erreicht. Oh, da steht eine Nachricht. Alles klar. Also nach vorne rollen ist ja. Ja, ich weiß auch nicht. Axt-Talisman, okay. Das hier. Verbessert aufgeladene Angriffe. Der Fürst, der den großen Marsch anführte, trug eine Axt. Seine getreuen Krieger ehrten ihn, indem sie ihre eigenen Äxte führten, mit denen sie vernichtende Hiebe austeilten. Verbessert aufgeladenen Angriffe. Okay. Ne, eine Mimik haben wir bisher noch nicht gefunden. Was für ein Ding? Mimik.
Nee. Die einzige Truhe, die halt eine Falle war, war... Also ich glaube, wir haben zwei gefunden, die dich irgendwo hin teleportieren. Waren es zwei? Kann sein. Aber mehr hatten wir noch nicht. Da war jetzt natürlich auch keine... Brauchen wir aber auch nicht wissen. Also wenn ihr irgendwelche Mimics gefunden habt oder so... Das war kein Ort der Gnade. Das heißt, ich konnte jetzt nicht hier sagen, okay... Ja, da wird aber irgendwo einer sein. Das ist jetzt hier, also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Markierung hinballen und zwar Mensch. Das könnte halt sein, dass das ein NPC ist, weißt du? Ja, also hier gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ich würde sagen, suchen Ort der Gnade von Nacht und hier. Geht denn der Bogen nicht? Leute, ich würde den nicht an... Also ich, warum wollt ihr dem Damage machen? Ja, genau. Nur weil der nicht an den Rand kommt? Richtig, ich will den nicht direkt abschießen. Also, wie gesagt, NPCs Schaden zu machen, kann auch sehr unklug sein. Ich bin über diese Riesenbären, ey. Wenn ihr das Spiel gerade gestartet habt, kommt aus dem Tutorial-Ding raus. Haut mal den Typen, der euch begrüßt. Glaub, den musst du zweimal hauen oder so. Beim ersten Mal sagt er noch, hey, was soll das? Beim zweiten Mal habt ihr Spaß mit ihm. Was hat er mich denn die ganze Zeit verfolgt? Da werden sie schnell. Okay. Alter. 300. Den nächsten Bären triggert. Ja, aber ganz ehrlich, die bringen nicht unbedingt viel. Ah ja, hier waren wir. Genau. Die bringen nicht unbedingt viel Runen. Die kleinen gar nichts. Also da drin waren wir auch. Dadurch ging es in die Unterwelt quasi, sag ich mal. Belastend, dass hier kein Feuer ist. Dann ist der Dude, durch den wir da... Ja, Zweifel teleportiere ich mich einfach, ganz ehrlich. Hier sind wir bei dem Erdenbaum. Bist du aber, glaube ich, auch schon einmal rumgelaufen, wa? Also mit den Felsen und den Bäumen, die Landschaft, muss ich sagen, das könnte auch überall sein, aber irgendwann bin ich mal da rumgeritten, ja. Ah, wir waren bei der 3 noch nicht, da können wir noch hingehen. Ja. Aber irgendwo in der Area muss so ein Gnadending sein. Alleine schon damit wieder. Bodenschlag. So, so. Oh, hallo. Beritten macht halt dieser aufgeladene Schlagtalisman durchaus Sinn, weil wir den meistens mit die R-Tasten gedrückt halten. Hast du von uns? Ja, grundsätzlich schon. Wo haben die Jungs die Sense her? Ja, aus irgendeinem Turm. Weiß nicht mehr genau wo. Guck mal nach Schwingensense. Sehr gut, alles ach, nicht warte getroffen. Mal. Ich könnte dir auch voll den Service bieten. Wenn ich dann einfach nochmal nachgucke. Würde mich mal interessieren. Ich will doch nur mit dem Geist sprechen hier, ey. Die Halbmenschen wüten, weil ihre Mutter entführt wurde. Wo seid ihr, Fürst Kenneth? Der Ritter ist verrückt nach Blut. Wo guckst denn du hin?
Schwingsense ist Halbinsel der Tränen, Ruinen des Gräberwalds. Und das ist... Ja? Nee. Ja? Nee. Da? Ja. Ja. Da. Okay, wir werden jetzt einmal Nacht machen und zurück zu dem geilen Wolf gehen. Um nur zu testen. Genau. Vielleicht ist das ja so ein Dude, der will nur nachts da chillen. Und nachts sieht natürlich auch immer schön aus, aber ist auch immer dunkel. Steht halt immer noch da, oder? Na. Ja. Wie kommst du da runter? Ja, stimmt, der schlafende Bär ist ja jetzt wieder am Schlüssel. Aber er schläft ja. Sowas wie eine Pfeife oder so findet. Hundi! Ja, also. Anders wüsste ich jetzt nicht, wie man auf sich aufmerksam macht. Ich bin ja schon versucht, einmal mit dem Pfeil drauf zu schießen, ehrlicherweise. Nee, das würde ich lassen. Nee, okay. Wahrscheinlich umso mehr A-Händler. Also mir fällt halt kein NPC ein, den du halt dadurch triggerst, dass du ihm Damage machst. Ja, aber meistens sind die durch einen Schuss ja nie direkt böse, sondern nur so, hey, warum hast du das gemacht? Ja, aber das Problem ist, wenn die einmal böse sind, werden die nie wieder gut. Also du kannst nie sagen, yo, sorry, Bro, war ein Versehen. Sondern die werden dir immer dein ganzes Spiel über auf die Schnauze hauen wollen. Ja, das ist fair enough. Ich habe jetzt zugegebenermaßen einen Tipp im Chat gesehen, ob wir nicht irgendwas mit Wölfen hätten. Wir haben natürlich was mit Wölfen. Sogar einsame Wölfe. Okay, das. Okay. Das beeindruckt ihn jetzt nicht so. Fick. Interessante Idee, aber. Eine andere Idee ist, den Turm zum Wanken zu bringen mit dem Bär, der so hardcore abgeht. Ja, das ist fein. Problem ist, unsere Wölfe hauen ihn jetzt. Er macht ja hier ein bisschen kaputt, der Bär. Mir ist auch schon aufgefallen, der Grad der Zerstörung ist bei manchen Bossen größer als beim neuen Battlefield. Mal hier ein Bär. Konzentrier dich lieber auf mich, Junge. Na, warte mal. Cookie sagt Chat, ihr könnt mich, weil ich gehe auf Klo. Wo ist er? Was denn? Ja, weil so viele wahrscheinlich Backseat-Gaming machen. Die schreiben natürlich jetzt, nachdem wir gesagt haben, wie kriegen wir den denn wohl da runter, schreiben jetzt, wie du den wahrscheinlich da runter kriegst. Ja, aber wir haben ja nicht den Chat gefragt, sondern wir haben ja nur vor uns. Wir haben vor uns hergeredet, genau. Aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube auch, dass das nichts
Ich finde die Idee gut, aber es wirkt so, als wäre das nicht so. Jemand anders hat was mit Emotes gesagt. Ich gehe auf Klo. Ja, das weiß ich ja. Emote only. So, können wir selber heulen? Kannst die Steine schmeißen. Hello. Nee, wir können nicht heulen. Okay. Dann bleibt es erst nochmal ein... Der hat übrigens aufgehört zu heulen, ne? Naja, der braucht immer Pause zwischendurch, weil er so fertig ist vom Heulen. Oder? Ich meine, ja, der ist noch da oben. Ah ja, okay. Okay. Wir werden es noch irgendwann bestimmt herausfinden. Geht nochmal zum Anfang. Der erste Händler redet über den. Okay. Der erste Händler. Der ist weit weg. Der erste Händler? Da war der erste Händler. Vielleicht verkauft er was. Glaube ich zwar nicht, aber... Ach jo, Sinterklaas. It's you again. Always a pleasure. Tatsächlich. The howl of a wolf. In the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Ah, oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Leute, Fingerschnipsen? Klar. Okay. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, lament not your solitude. Expect but if anyone dares harm us, that is our code, just the way we are. Deep. Ungemein nachtragend. Okay. Okay, wir sollen unter dem ein bisschen schnipsen. Wie soll man das herausfinden, ohne, außer durch puren Zufall? Ja, das ist schon in der Tat... Das sind halt wieder die Souls. Ja, das ist wirklich was da... Ja, der Gedanke ist halt, man verzweifelt so ein bisschen daran. Geht weiter, geht irgendwann weiter. Kommst du vielleicht zu der Kapelle. Genau. Und siehst dann, so, oh mein Gott. Und wir haben jetzt die Abkürzung sozusagen genommen. Durch euren Tipp. Schnipsen. Da. Also. Wie cool. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Darrowell is nothing but a traitor, and in need of a fitting end to his tale. Who the fuck is that? Keine Ahnung. Der ist bestimmt in der Burg. Aber den können wir verraten. Okay, gut, dass wir mit dem gesprochen haben. Wie ist der runtergekommen? Der ist gesprungen. Er ist gesprungen. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Und? I don't like this. Wieso?
Ich finde du. Ja, wobei hier geht es wieder heller, das ist okay. So, also wir haben jetzt. Halt 50 Meter weiter gucken, ja, das stimmt schon. Wir haben jetzt erfahren, dass hier zumindest die Mutter der Dudes gefangen genommen wurde. Oh. Ah. Hier gibt es einen besseren Weg da rein. Hier wohl eher nicht so. Eine gut verschanzte Festung. Ah ja, hier war ja auch unser Fire. Hat euch die Doppelklinge nicht gefallen? Doch, die gefällt mir extrem gut. Nur sind wir Richtung Faith gegangen und haben dann gesehen, wir haben eine Waffe, die sehr viel Schaden macht, zusätzlich Heiligschaden hat und Blutungsschaden hat. Und die Sense finden wir vom Playstyle ganz geil. Deswegen, ja, die Sense sieht doch auch fucking badass aus, ey. Jetzt haben wir die Sense genommen. Also ich bin immer noch am überlegen, wenn ich zu Hause bin, ob ich ein rein Geschickbild mache mit den Doppelklingen und mich voll auf die Committe. Ich weiß auch immer noch nicht, ob die Quality sind. Oh nice, guck mal, da ist ein Baum. Oder ein Stärkecharakter, aber Stärke finde ich so langweilig. Stärke ist so, macht man in jedem Souls-Teil jedes Mal. Nice. Nice. Problem ist, Sorcerer ist meistens so schwach. Wer sein Dark Souls 3, wie sehr ich ihm auf die Schnauze gekriegt habe. Einfach guter Move von mir. Ich habe in Dark Souls 3, wo Peter laut Stream eigentlich nur das DLC machen muss, glaube ich. Ja. Habe ich immer noch nicht diesen Boss damals besiegt, der so durch die Gegend fliegt. Ich muss ganz kurz sagen, dass er die weiße Flagge dahingestellt hat und mich dann trotzdem angreift. Ich dachte jetzt, okay, wir werden jetzt Freunde. Der hat die dahingestellt, so nach dem Motto, ich stehe mal kurz hier hin und halte die Schnauze. Ja, aber eine weiße Flagge, das ist ein internationaler. Die muss man schwenken. Oh mein Gott, ich hab deinen. Und nicht hinstellen. Das ist die falsche Taste! Füße. Aber jetzt ärgerlich. Also die Taste war die richtige, war nur was Falsches ausgewählt. Okay. Sorcerer ist cool in Elden Ring, aber als Bettler anfangen auf Sorcerer gehen ist echt anstrengend. Ja, das würde ich auch nicht machen. Also Bettler ist auch eigentlich nicht mein Playstyle. Also ich bin keinem Souls irgendwie mit dem Nackten angefangen, um mir 3 Stats zu sparen. Ja, das ist eine schöne Challenge am Anfang gegeben. Das stimmt. Ich finde das schon cool, dass wir das gemacht haben. Oh. Ja genau, weil habe ich halt vorher noch nicht gemacht. Ja, ich sammle hier noch ein paar Items ein. Ich glaube, das ist nicht schwer genug. Ja, ja. Ach, da waren so 1-2 Fässer, okay. Ja, oh oh. Boah, die können aber auch springen. Die kannst du auch kaputt rollen. Ja, stimmt. Wir sehen aber auch nicht mehr so motiviert aus. Wieso ruft man das Spektral raus? Da steht, ich soll den linken Analogstick reindrücken, aber dann drücke ich nicht. Hast du das denn überhaupt nicht? Wenn das steht, bist du aber drücken. Also zum Absteigen müssen wir L. 2, 3. Oh, Kriegsasche, blutiger Schnitt. Blutiger Schnitt ist deine Kriegsasche. Wir haben das halt ins Menü gelegt von dem Dreieck-Menü im Ausrüstungsding. Gibt der Waffe blutig, vom Fürsten des Blutes gewährtes Blut-Eid-Talent. Dieses Spiel hat aber auch deutsche Begriffe. Mhm. Nehmt eine niedrige Haltung ein und benetzt die Klinge mit eurem Blut, um einen weit ausladenden Blutschlitzer durchzuführen. Oh, das kenne ich. Mhm. Das hat irgendwie. Da machst du dir selber ein bisschen Damage und dann. Warum immer so allein? Allein. Du hast jetzt gerade alles von gestern nachgeholt, Silas. Also die fast 14 Stunden. What the fuck? Ja, einfach dreifache Geschwindigkeit. Achso, ja, gut, das kann natürlich sein. Und dann let's go.
das war ich. Dankeschön, Prise Salz. Und also die Würfel bleiben aber auch. I like it. Ah, was findet man denn da wieder? Naja, ich mein Tipp wäre jetzt, hier ist der Dude, den der Wolfsdude sucht. Der Daryl. Nee, Darwill oder wie der hieß. Kann im Spiel eigentlich die Skillpunkte neu verteilen? Ich meine, der Chat hat mal gesagt, ja. Wie genau, habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht ist der Dude hier aber auch einfach mal nicht. Sondern hier ist einfach nur eine Schatztruhe. Ja, der versteckt sich ja, ne? Medaillon von Dectus. Aber nur links, Peter. Okay. Danke, danke schön. Was also, bist du? Nicht ein Talisman? Hast du darauf geachtet zufällig, was das für ein Objekt war? Da, Schlüssel. Kombiniert die Medaillons, um den großen ist Aufzug so? Von Dectus zu benutzen. Das Rechte habt ihr schon, das halte ich für eine Lüge. Trägt man das aus beiden Hälften zusammengefügte Medaillon, kann damit der große Aufzug von Dectus aktiviert werden, der das Atlus-Plateau mit Liurnia verbindet. Die rechte Hälfte soll in der Festung Faroth auf dem Drachenhügel zu finden sein, weit im Osten gelegen. Ja, das haben wir noch nicht. Jetzt, irgendwer im Chat meinte, wir hätten Daryl schon getroffen und hätten ihn besiegt. Das könnte einer von den Bossen sein, die in diesen Kreisen sind. Ist das so? Echt? Lügenchat. Nee. Ist das vielleicht der Typ, den wir noch nicht besiegt haben, mit dem Schild und dem Schwert? Echt? Also. Ich weiß es halt nicht mehr. Dadurch, dass das jetzt hier alles natürlich nicht so schwer ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, relativ gering. Ich spiele jetzt schon seit einer Stunde und 20 Minuten, deswegen würde ich dich der auch noch Bluthund mal ein bisschen spielen lassen. Ja, aber... Warte. Der Bluthundritter war das. Wer ist denn der Bluthundritter? Der ist natürlich mit dem blöd, Schild und Schwert ist der Schmelztiegelritter. Ah. Der so schnell war. Achso, der erste. Ich hab sogar gegoogelt, wie der hieß, weil ich ein Thumbnail dafür machen wollte. Stimmt, das könnte sein, dass der Daryl so hieß. Ja, das ist natürlich dann doof. Was machen wir denn dann? Also wir konnten ihm ja nicht mal sagen, so, ey Dude, den haben wir kaputt gemacht. Problem ist, ich habe Peter überhaupt nicht zu wieder hingekommen. Was? Was? Du guckst mir nicht zu. Vielleicht mal mit ihm reden, ja, aber ich glaube, Peter ist die Dialogoptionen alle durchgegangen. Hat er so lange mit dem geredet, bis er nichts mehr gesagt hat. Oh lol, hier war Peter noch nicht. Handbuch. Da war die Nummer 6. Ich wette, da sind Pfeile bei. Fast zum Überlegen. Oh Gott. Fast zum Überlegen, Charakter mit dem scheiß Bogen zu spielen. Kannst so unfassbar viele Pfeile machen. Aber ja, ist richtig. Der Typ, den der sucht, ist der, den wir so in diesem ultra geilen Fight gemacht haben. Wo wir die ganze Zeit. Mal. Glaube ich. Ja. Geht jetzt zum dritten Mal durch. Bloodhound Knight Daryl. Ja. Aber ich weiß natürlich nicht, wie die Quest weitergeht. Vielleicht können wir noch mal mit ihm reden. Keine Ahnung. Warne Boli. Vielleicht nicht. Wie auch immer. Aber mehr ist hier nicht. Also. Ich mach mal Fenster zu.
Da war Lefeuer. Wo war der denn da, ne? Ja, in der Ruine. Da wo das Personensymbol ist. Guck mal, dann haben wir jetzt 7 Aufladungen plus die eine selbstgemixte Flasche. Was ganz geil ist. Da würde ich doch fast mal behaupten, warum machen wir denn nicht mal so? Ich meine, da haben wir immer noch 7. Was haben wir da eigentlich? 12.300. Alter, das steigt so krass. Zauberlernen haben wir noch nicht viele. Stimmt, wir können uns sogar auch noch per Zauber heilen. Truhe sortieren, große Runen. Ich meine, eigentlich können wir die Sachen mal. Ach du Scheiße. Dankeschön, Snoopylin. Für 20 Stufe 1 Abos. Geil. Dankeschön. Gucken wir mal. Also an denjenigen, die eben im Chat gefragt haben, wir haben das hier auf die Dreiecks-Dings-Taste gelegt, ne? So wie die Fackel auch. Für die Laterne. Das ist ein bisschen einfacher, als das immer irgendwo aus irgendwelchen Gesten oder so zu nehmen. Reicht die in die richtige Richtung? Wahrscheinlich nicht. Leiche plündern. Regenbogensteine. Uah. Schmutzi, Schmutz, Schmutz. Oh. Wo zum Teufel bin ich hier eigentlich? Da muss ich hin. Wo ist Peter hin? Keine Ahnung. Peter hat gesagt, er macht das Fenster zu. Hat er Mikro ausgemacht, ist gegangen. Wer ist der auf Klo? Okay, er scheint nicht mehr da zu sein. Er ist nicht mehr da. Frage, wo ist er denn hinten? Ey, lass dich von mir nicht stören. Ich will nur mal kurz hier reingucken. Vielleicht hat er sich hier unten reinverzogen. Ha, na, dann treffen wir den später irgendwann vielleicht nochmal. Das ist Spawn-Camping, mein Freund. Aber ich streichle dir gerne deinen Bauch. Das ist frech. Könnte der da sein, wo ihr Daryl besiegt habt? Das könnte sein. Aber woher weiß der dann plötzlich, wo der ist, obwohl er den gesucht hat? Ich meine, da können wir mal gucken gehen. Tja, einfach porten. Ich mag nicht, dass du mich gerade da rausschiebst, weil du da rumbaggelst. Ah, tschüss. So, jetzt ist auch gut hier. Okay, also, nur um nochmal zu gucken. Weil der wird ja irgendwo einfach stehen und nicht sagen, hey, hier, hallo, suchst du mich? Das hat er gemacht, als er rumgebrüllt hat, aber scheint mir nicht mehr in den Ruinen zu sein. Wenn, dann hätte ich ihn hier vermutet oder unten drin. Dann ist die Frage, wo haben wir denn Daryl besiegt? Das war doch der hier. Das heißt ja auch Siegelgefängnis des Blutwundes. Ist hier nur ein kleiner Katzensprung.
Ich vermisse bislang den Blitzschaden irgendwie, ja. Wir haben auch noch keinen Blitzschaden bekommen und konnten auch noch keinen austeilen. Also das stimmt schon. Und zwar irgendwie Resistenzen dagegen. Echt. Echt cool. Aber Blitzschaden ist so noch nicht vorgekommen im Spiel. Doch, wir hatten auf jeden Fall schon Gegner, die uns mit Blitz genervt haben. Echt jetzt? Aber nicht viel. Also schon relativ wenig. Die sind immer noch nicht wanted. Ist ja lustig. Da ist er tatsächlich. Na, guck mal. Oh lol. Hey, hier, wir haben dir einen großen Dienst erwiesen. Gib mir. Warte mal, was will ich denn von dir? Dein Schwert ist wahrscheinlich stärker. Will ich nicht. Das sieht hübsch aus. Ja, aber das können wir halt null gebrauchen. Ja, das also stimmt. Hätte ich gerne deine Rüstung. Right. There you are. Hard to work for it, but it's done. Was? Don't say I'm not a man of my word. You're your prize. Oh, Stufe 2. Das ist tatsächlich ziemlich nice. Oh yes. I should say, if you venture north to Rhea Lucaria and come across a venerable blacksmith who's a little on the large side, tell him I sent you, and he'll be sure to treat you right. I owe you one, I reckon. That's enough chit-chat for now. It's time we parted ways. That's enough. It's time we parted. Nach Lucaria, da waren wir doch schon. Ja, da sind wir am Weg hin. Also auf dem Weg sollen wir da irgendwo einen dicken Schmied treffen. Ist die Frage, in dem Weg hier treffen wir einen dicken Schmied? Ja, weiß wahrscheinlich nicht. Nicht im Sumpf. Also dieses Gebiet haben wir halt so super halbgar bisher erst durchgangen. Witzigerweise, also das hier ist ja erhöht, die Burg. Ja. Das heißt, das hier ist unten. Den Weg benutzen kann man ja nicht, ne? Weil logischerweise ist hier die Brücke kaputt. Ja. Und hier sind wir an der Burg vorbei. Ja. Das heißt, man hätte hier runter gemusst, um diesen Weg nutzen zu können. Den gibt's halt auch. Also selbst den Sumpfweg, würde ich sagen, haben wir noch nicht ordentlich durchforstet. Also das würde ich, ja, aber da würde ich ihn erstmal nicht vermuten. Kann der natürlich sein, dass er da ist. Eher unwahrscheinlich, ne? Da hast du schon recht. Aber wenn es der gibt sagt, auch noch den linken Weg, ne? Ja, klar, hier kannst du auch noch weiter. Ja, richtig. Aber wenn er schon sagt, da ist ein Schmied und das lohnt sich für euch, dann ist das eigentlich immer eine gute Sache. Auf jeden Fall. Was aber eine gute Sache ist, ist, dass er uns... Ich glaube, das war dann aber das Startgebiet, oder? Ich glaube, damit haben wir alle Points of Interest im Startgebiet abgefrühstückt. Ja, würde ich jetzt grob geschätzt auch sagen. Also müssen wir gleich nochmal gucken, aber... Was hast du eigentlich noch so? Irgendwelchen Resistenz-Shit? Das brauchen wir auch nicht. Geht in Flammen auf. Ja, nee, das ist eher so meistens Schmutzi-Schmutz. Hallo? I don't believe we've met. Nee. I'm known as D. I hunt she wants him. And weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among them. Den haben wir schon gekillt, den Seefahrer. Unless you wish to lay down your life in vain. Ah, oh, der ist das. Guck mal hier. Well, the prowess for weed in death root. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their death root. Also ich hätte auch noch eine. I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Ja, okay, good. Very well. Show me your map. Für was? Immer? Map. Ach, Map. Als ob. Of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Eine rote Markierung, als ob. Das ist ja geil. What is it? Still milling about. The map indicates where the gateway is hidden. It will lead you to Garank. What is it? Okay. The map indicates it will lead you. Ja, ja, ja. Hey. Ist da rechts oben. Nice. Das habe ich mal hardcore übersehen. Ja, ich glaube, das war... Wir hatten ja mal... Also ich hätte ja mal vorgeschlagen, ob man eventuell hier durchlaufen kann. Haben wir ja nicht gemacht. Doch, da unten war ich ja sogar drin. Da habe ich die Bären und die Wölfe bekämpft. Da, wo die ganzen Zipfel sind.
Ja, aber der hat ja auch gesagt Hidden Port. Ja, ja, das war dann auf der anderen Seite. Ich kann mir gut vorstellen, dass es erst aufploppt, wenn du hier den Dialog gemacht hast. Nee, Contidex schreibt im Chat, das hat er einfach so gefunden. Hat er nicht so gefunden, der hat vorher mit ihm geredet. Was ist denn mit ihm jetzt los? Du, du sollst schmieden. Wait, Forgiveness und Vergessen ist aber was anderes. Oh, wonach der gebetet hat. Das ist aber falsch übersetzt. You was in. I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Der scheint mir nicht ganz so glücklich zu sein, aber den können wir mal fragen, was ist da los? Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot. But my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. Cool, dadurch, dass wir den jetzt drauf angesprochen haben, war der nicht so cool. Oh Leute, wir brauchen 3 und nicht 2. Das ist ja sad. Das können wir nur mal updaten. Das halte ich für eine gute Idee. Das sollten wir direkt nochmal machen. Und nochmal. Na gut, dann war das ja doch ganz geil, dass ich hier hingegangen bin und ich wollte eigentlich gucken, ob man mit den Dunkelschmiedesteinen die Sense verbessern kann. Ja, aber hier hat sich direkt nochmal was ergeben, ey. Das ist vollkommen richtig. Ob ich hier noch über... Ich frage mich, ob wir zum Beispiel den einen NPC, der mit der Todeswurzel, ne, den haben wir doch nur getriggert, weil wir den Dude im Boot gekillt haben, oder? Wahrscheinlich. Könnte sein. Also, das ist hier schon alles faszinierend. Hier kannst du so könntest du super Würstchen und Marshmallows rösten. Ja, stimmt. Ja, dann wollen wir doch mal Gurung besuchen. Wie setzt man eine Nachricht auf den Boden ab? Mit den Fingerchen. Ja, in dem Spiel kann das alles bedeuten. Wann muss Chris los? Um 14 Uhr. Achso, warte mal, da setzen wir mal am besten. Die Nummer 3. Wir können doch, glaube ich, unsere Flasche verstärken, falls du das noch nicht gemacht hast. Doch, habe ich. Ah, okay. Im Moment, verstärkt habe ich ihn nicht. Nee, eine mehr. Ja, das habe ich gemacht. Ja. Oh, stimmt, ich war ganz wild. Richtig wild. I like it. Weil ich meine, wir haben 7 Stück mit der Heilflasche. Und so können wir immer noch wählen. Ja, die große Heilung, stimmt, die hätten wir noch kaufen können damit. Ja, Portal oben. Ich würde sagen, eher unten. Ich auch. So. Da habe ich nicht hingeguckt. Ha. Okay. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Der frisst jetzt die Wurzeln, die wir dem geben? Das kann doch wieder nur so ein richtig komischer Dude sein. Grails Drachenhügel. Was sind wir denn jetzt? Ja, ganz moin. Osten. Die Karte wird halt wirklich, der schwarze Bereich wird wirklich immer mehr, je weiter du in diese Bereiche kommst. Also irgendwann wird die Karte den kompletten Bildschirm ausfüllen. Meinst du wirklich? Ja, die war doch niemals so groß am Anfang. Also nicht so klein, aber... Wäre schon krass. Ach, lol. Das nee, geht aber nicht hin. Das macht mir hier alles große Angst, ehrlich gesagt. Ja. Geh mal klopfen. Vielleicht ist ja jemand zu Hause. Hallo. Lol. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte so, die Tür geht von dieser Seite nicht auf. Refugium der Bestien. Was sind denn für euch Bestien? Das sind Bestien, okay.
Oh, ist das der Snoke? Du? Nee. Okay, vergiss es. Hier ist ein Feuerchen. Das Weintasting haben wir vor dem Schokoladentasting gemacht, B-Copy. Können wir auch mit dem reden? Die können wir einfach nur eine Todeswurzel geben. Ja, Aktien umschalten. Ja. Ah ja. Na gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ist das so Covenant-mäßig? Ich würde sagen, gib ihm mal eine Todeswurzel. Kannst du mal direkt zwei geben? Ja, erstmal eine. Irgendwie finde ich, das ist keine gute Idee, den zu feeden. Doch. Okay, Klauzeichen-Siegel und Bestienauge. Hat er gesagt, der gibt mir Klaue und Auge. Bestienauge. Er zittert angeblich in der Nähe von Todeswurzeln. Ein Steinauge mit Krallenspur erhalten vom Bestienkleriker Gurang. Es soll in der Nähe von Todeswurzeln zittern. Die trübviolette Iris macht den Eindruck, als wäre sie lebendig. Mein Hunger ist nicht gestillt, bringt mir mehr Tod. Geil, meinst du, dann vibriert der Controller, wenn der ja, keine Ahnung. Also irgendwie... Was hat er uns noch gegeben? Klaue, ne? Was war das nochmal? Ein Talisman? Moment, das hier. Nee, das nicht. Das war, meine ich, bei den Waffen oder so. Auch wenn das gar nicht klang wie eine Waffe, aber ich habe versucht auf das Symbol... Ne, einen weiter nach rechts. Da war das bei. Da. Ein seltenes und heiliges Siegel von Gurang, dem Bestienkleriker. Je stärker ihr seid, desto mehr Macht verleiht es euren Anrufungen. Oho. Die Krallenspur steht für Gurangs Zorn. Verstärkt die von Gurang erlernten bestialischen Anrufungen. Ach so. Seine Anrufung. Damit haben wir andere Anrufungen. Ja, vielleicht gibt er uns eine, wenn wir dem jetzt noch die zweite Wurzel geben. Trotzdem macht der Charakter mir nicht so den Eindruck, als wäre derjenige der, der uns quasi zum Schotter führt am Ende. Das ist unser Freund. Death. Da, bestialische Schlinge. Eine Anrufung. Viele scharfe Steinsplitter. Ja, aber brauchen wir dafür wieder... Das würde mich mal interessieren. Können wir das mit den Fingerchen machen oder brauchen wir jetzt wieder einen anderen Katalysator? Ja, den Katalysator, den er uns gegeben hat wahrscheinlich. Ja, das heißt, du brauchst drei Stück. Du brauchst es für die Drachen... Ne, vier. Drachen, Gurang, Finger und Sorcery. Finger? Alles Finger? Wir haben Finger für Faith. So, aber gut, Sorcery haben wir ja nicht. Nee, aber so im Spiel. Ach so. Mach ich hier gerade. Oh, oh, das geht damit. Okay. Hat nicht viel Mana gebraucht. Da wäre dann die Frage. Das haben wir natürlich jetzt auf plus 5 gelevelt. Ja, das skaliert halt 0 mit Glaube. Verstärkt von Gurang gelehrter Anrufung. Okay, das heißt, die von dem sind damit stärker.
Weiß aber nicht, wie viel stärker. Da steht Anrufungsskalierung, haben wir 132 und 120. Also selbst das ist bei uns besser. Ja, nee. Ja, nice. Also da hat man jetzt noch jemanden, der einen für diese Todeswurzeln irgendwelche Sachen reindrückt. Mhm. Wie siehst denn du von hinten aus? Ah, du hockst da nur. Okay, ich dachte, du wärst irgendwie... Okay, der hockt da nur. Ah, Vijay. Wie seid ihr denn hier gestorben? Habt ihr etwa Gorank angegriffen, Leute? Ich glaube, das ist nicht smart. Finger sind plus 5, seins ist plus 0. Ja, das stimmt. Denn der Lichtschein her. Willst du wirklich den angreifen? Ja, nur mal gucken, was der kann. Der macht tatsächlich gar nichts. Also will ich den noch nicht angreifen. Weil hier wären sonst viel mehr Blutspuren. Da hinten ist ein Baum. Oh. Oh. Dafür, dass er so klein ist, hat er ja schon viel Leben. Jetzt wird, wo wir hier. Aber wir brauchen also mindestens zwei. Ich weiß nicht, ob sich das erhöht hat, dadurch, dass wir eben nochmal eine mehr gekriegt haben auf drei. Dafür gibt es aber richtig Runen, ne? Ja, ey. Stimmt. Boah, der hat dir aber gut Damage gedrückt, ey. 1000? Ne, wie viel war das? 600? 800? Irgendwie sowas, ne? Und 5 Krukris. Das ist schon nicht wenig. Da stehen einige davon darum. Nicht so, dass ich jetzt hier unbedingt rumleveln will, aber... Einfach mal gucken. Wo ist denn hier theoretisch die Karte? Ach so. Ach da. Okay. Ich würde den Bereich schon gerne mal sehen. Ja, ich meine, gesehen haben wir schon mal. Der war rot und tödlich. Aber wie haben wir die Karte denn dann wieder verloren? Nee, ach so, so meinst du mit dem Bereich sehen. Okay, ich dachte, du meintest das. Nee. Also ich würde jetzt einfach mal gucken, ob man... zur Karte reiten kann, die Karte mitnimmt und sich dann da wegportet. Das sieht aus wie eine riesen Zecke, die da hängt oder so. Da. Oder Totenkopf. Ganz schön hoch hier alles. Das sieht mir hier nicht so aus, als würde man mal eben da hochkommen. Das ist ein guter Punkt. Hi. Okay, kann ich nicht einsammeln. Da ist noch so eine Gnadennummer. Sumpf von Eonia. Muss einfach vom Pferd davon. Wieso? Warte mal. Leuchten die Nachrichten sonst auch? Nee, das ist bestimmt eine von unserer Gruppe. Das könnte eine von unserer Gruppe sein. Nee. Das ist vielleicht auch eine... vom Spiel. Oder? Ich weiß es nicht. Das ist halt schon ein krasser... Stadt der Zauberer. Ein krasser Satz gewesen, der da gedruckt wurde. Oh! Die sehen exakt genauso aus, wie die, die uns da lehren wollte. Ja. Lol. So weit nach Süden sind wir jetzt geritten. Ja, das macht keinen Sinn. Was ich ursprünglich vorhatte, bevor ich die Sense gelevelt habe. Äh.
Oh, könnt ihr das mal lassen? Ach, wow. Setz dich doch ans Feuer. Hä? Setz dich doch ans Feuer, dann ja, stimmt, ist ja... Klar. Asche eines verrotteten Hunds. Ja. Ich wollte dem Kollegen nochmal auf den Zahn fühlen, weil er denn zu sehr Sense sagt. Wie sind wir denn da nochmal immer hingekommen von da, ne? Ja. Ach so, stimmt, den haben wir ja auch noch offen. Da jetzt rechts halten für den. Vergaß die Wölfe, die aus den Bäumen springen. Siofra haben wir noch nicht ordentlich gespielt, Centaurion im Auge. Was haben wir? Siofra, ob wir damit schon durch sind, das ist die Untergrundwelt. Nee. Die war ziemlich hardcore. Ich glaube, nach dem ist Next Step Gebiet 2. Weißt du noch, was du dem ungefähr einen Schaden gemacht hast, immer so pro Schlag? Nee, gar keine Ahnung. Also der Zauberschaden war jetzt immer nicht so wenig. Hat 167 gemacht, das war nicht schlecht. Oh. Okay. Sorry. Einfach belastend. Okay, du kannst das auch. Ach ja, stimmt. Gleich kommt der Tyrael-Phase. Ja. Yep. Ach, jetzt. Ja, genau. Ich hol mir noch einen Schwanz raus. Okay. Der kriegt aber mehr Damage, muss ich sagen. Mhm. Hey, die Runen sind nicht weg, Chat. Dankeschön, Führo. Die schönen Runen? Ach, das waren irgendwie 8000 oder so, ne? Ja. Yep. Aber die sind nicht weg. Ja, geklaut werden sollte davon ja eigentlich nichts mehr. Du könntest auch gucken, ob man nochmal mit den Ploppen. Wir haben so viel eigentlich, da kannst du nochmal leveln. Das sollte eigentlich hinkommen. Oder? 5000? Wir haben einiges eingesammelt. Ach so, Heilige. Ja, okay. Danke, danke schön. Danke. Hilft dort die Bubbleblase? Weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, als ich getrunken habe, habe ich zwar Leben bekommen, aber ich weiß nicht, ob die... Die hat dich auch geschützt, weil du halt instant... Ich bin auch halt direkt getroffen worden. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die Blase da schon irgendwie getriggert war und ob die mich geschützt hat oder nicht. Kann aber gut sein, ja. Ich kann dieses Menü nicht bedienen. 12.300. 12.400. Ja, 12.400, okay. Wie viel gibt ihr? Stimme. Einen noch.
Kann man nicht wieder mehrere gleichzeitig fallen? Doch, klar. Aber nicht aus den unterschiedlichen Kategorien. Ich würde sagen Kraft oder Kondition. Ja, ich bin auch eher so bei Kondition so ein bisschen. Ja, das wird bestimmt so ein Bild, Leute. Irgendwie 30 Leben oder irgendwie sowas. 15 Konditionen. Gucken, wie viel wir in Leben stecken. 30 Glaube. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level man dann ist. Früher haben die immer die Builds für Level 120 angegeben, weil da irgendwie PvP war. Du warst mit Level 120 immer meistens mit dem Spiel durch. Also warst schon die Jugend im Plus. Wollt ihr später zusammenspielen über die Streaming-Funktion der PlayStation? SharePlay. Oder so heißt das. Hä? Ich bin enttäuscht. Oh. Ich meine, es ist vielleicht besser für mehrere. Oh. Okay. Oh, hohoho. Der hat gesessen, ey. Wenn die Combo einmal trifft, ist direkt die Lampe aus. Ja, das ist schwierig. Was passiert, wenn der Balken voll ist, der sich beim Zaubern auflädt? Dann bist du irgendwie verrückt und kriegst ein bisschen Schaden. Und naja, bei uns war dann die Mana-Leiste leer, aber ich glaube, das war, weil wir unser Mana dann komplett verbraucht hatten. Ich glaube, ich habe nicht mehr viele sehen. Und du bist gestunt für kurze Zeit. Also in einem Kampf ist das schon richtig kacke. Ich glaube auch, dass der machbar ist. Ja, der ist machbarer, als wir beim letzten Mal hier waren. Also selbst wenn du beim Zaubern noch volle Kanne Kreis spammelst, kriegst du trotzdem ab. Okay, wenn du es machst, kriegst du dann nicht mehr so viel Damage. Du haust danach noch zweimal zu, das geht mal. Okay. You're dead. Ich finde es krass, ihr klärt ein ganzes Gebiet und dann reicht es nicht mehr für ein Level. Ja gut, also wir haben in diesem Gebiet natürlich sehr viele Level schon gemacht insgesamt und wir sind schon mittlerweile ein recht hohes Level, würde ich behaupten. Ich habe gerade voll das Déjà-vu, als hätte ich exakt diesen Kommentar genauso schon mal gelesen. Oh, das würde mich aber nicht bei Elden Ring. Ja. Ah, du Frechdachs. Hey, jetzt! Rückwärts vor dem Weggehen mag der nicht. Ja, aber in dem Fall war der in seiner... Zwei. Ich hätte eine kurze Zeit.
Jetzt müssen wir halt ein neues Moveset lernen, ne? Oder hängt er jetzt einfach hinten immer einen Schwanz dran? In dem Fall nicht. Das Moveset ist gleich geblieben. Und das war frech. Das war auch frech. Aber es ist ein nicer Fight. Der ist sehr langsam und durch dieses langsame, also so langsam ist er nicht, aber der hat exakt die gleiche Geschwindigkeit, um dir auf die Omme zu hauen, wenn du gerade gerollt bist. Ja. Das ist halt immer dein Motivationskicker am Anfang. Okay. Bringt halt nichts, aber. Gucken wir mal, ob die Waffen noch geht. Wo welches Level wir sind, kann ich gar nicht sagen. 38 oder so? 46, alles klar. So, du hast eben früher angefangen, das hatte ich vor dem ersten Schlag bewahrt. Einfach schon hinlaufen und jetzt. Okay, das war nicht weit genug. Na gut. Ja, diesmal hat er auch direkt sein Schild gezogen, dadurch weniger Damage bekommen. Einen schönen Panzerschrank für 5 Stufe 1 Satz. Wenn wir gegen den Schild haust, dann lehnt er sich um. Arschloch. Dann hau ich dich doch direkt. Das hat auch schon mal 400 Schaden gemacht am Anfang. Ja, je nachdem, ob der sein Schild direkt am Anfang hebt oder nicht. Das ist halt der große Unterschied. Manchmal hat man Glück, manchmal... Oh, guck mal. Hallo. Das ist aber, glaube ich, immer noch nicht der Löwendude. Ja, ich nehme auch Two Hand jetzt, weil wir blocken eh nicht, das ist absolut korrekt. Ach, guck mal, alles 46 Damage gemacht, ey. Ja, komm mir, oder? Das war ja nice. Guck mal, die kann man sogar dann einfach umlaufen. Mehr den Vierer-Move, ich bin verwirrt. Überhaupt gar keinen Sinn, der macht nicht mehr den Vierer-Ruf. Ah, jetzt. Ah, dafür musst du das Ding 2 nicht nehmen. Das stimmt, das ist ein anderer. Der hat doch eine Axt. Und ja, wir hatten ja auch, also das ist ja auch ein Löwe und wir haben eher den Wolf gesehen. Ah, Reach of Peace. Okay, let's go. Was ist eigentlich passiert, dass der nur noch 109 Schaden kriegt pro Schlag? So, ich nehme die Axt 2 nicht, aber das müsste eigentlich mehr Damage machen, oder? Jetzt kriegt er wieder nur noch 95. Und
wahrscheinlich testen, oder was? Ach so, den haut er einfach so zwischendurch mal raus. Ein geiler Schwanz. Naja, sonst kriegt er 84. Naja, jetzt zumindest. Das wird mal weniger. Ja, ich habe jetzt auf Schild gewechselt, ne? Versuche Panic Rolls zu vermeiden. Okay, drei halten Arschkick so. Voll. Ach, da macht der noch den Schwanz hinter, hatte ich vergessen. Okay, kurzer Abstand. Verzeihen, unsere letzte Flasche. Wir machen jetzt die andere Flasche. Oh mein Gott, okay, der war neu. Schade. Okay, langsam wird's eng. Aber Erweiterung. Also Erweiterung. Das ist trotzdem seltsam. Ich hatte mit dem Knüppel in Erinnerung, dass wir dem immer mit 70 Schaden gemacht haben mit dem Flegel. Und irgendwie, wir waren über 100. Und jetzt sind wir wieder bei 80. Naja, angekommen. Wenn du dem mit dem Sprungangriff gönnst, dann kriegt der auch 170 oder so, glaube ich. In dem Fall könnten wir tatsächlich auch eine Flasche mehr mitnehmen zum Heilen, theoretisch. Zeit zum Zaubern hast du eh nicht. Ja, ist so. Aber ich finde auch Zeit für Sprungangriffe bei dem quasi nicht vorhanden. Das ist aber dann, also, das spricht alles für mich dann auch wieder gegen ein Sorcerer-Bild. Also alle Gegner, sowohl aus diesen Siegelgefängnissen, als auch Merrick, nee, wie hieß der noch? Margit? Wen meinst du? Achso, Margit, ja genau. Margit, die waren so schnell, da kriegst du als, also sobald du anfängst zu zaubern, die hauen dir auch richtig auf die Schnauze. Ich würde sagen, zaubern ist einfacher. Das habe ich bei Dark Souls 3 auch mal gelesen und ich fand das ultra schwieriger. Weil du erst irgendwie ab Level 90 oder so dann die dementsprechenden Stats hast. Also ich muss sagen, der Stream von Dark Souls 3 damals hat mich so verdorben, dass ich Zaubern so kacke finde mittlerweile. Aha. Vielleicht könnte man auch mal probieren. Man muss halt auf Distanz bleiben. Ja, genau. Und das ist halt bei den Bossen irgendwie immer das Problem gewesen. Warte mal, da. So, mein Freund. Ey, gerade einen Schritt weiter musst du noch. Danke, danke.
192 Sprungangriff. Sogar durch Schild 140. Sogar mit Schild kriegt er 114. So viel haben wir den mit Einhand gemacht, wenn der nicht geblockt hat. Aber dafür müssen wir auch echt einstecken dann natürlich. Ja. Oh. Warte. Also ich glaube, Sorcerer ist hier schon, also normaler Sorcerer ist ja glaube ich schon sehr stark. Also wenn ich auch an Margit und so denke, den einfach die ganze Zeit auf Distanz halten und einen Zauber auf den nächsten reindrücken, stelle ich mir schon sehr stark vor. Wir müssen uns kurz merken, dass ich jetzt hier wieder wechsle, weil ich sehe da persönlich nicht die Offenheit für Sprungangriffe. Ich brauche eher die Ausdauer, wenn ich die ganze Zeit am Rumrollen bin. Jedes Mal was Neues. Ach, den kann ich immer noch nicht gut. Den kann man sogar theoretisch umlaufen. Der Schwanz ist so für'n Arsch. Den einfach Monoskill usen bitte. Ich will lieber hier mit dir kämpfen. Komm her. Könnte dir gleich wieder den Lippenschwanz machen, ne? Ja. Gucken wir mal. Ärgerlich. Zwei noch. Das
Abstand gegangen? Ne, okay, will er nicht zulassen. Aber das ist gut. Na, hier können wir uns heilen. Und Schwanz. Und Schwanz. Und Schwanz. Nice! Tot. Boah, der war krass. Das war ein Fight. Ey, ohne Witz, die Fights in diesen Arenen sind mit die geilsten vom ganzen Spiel, ey. Aspekt des Schmelztiegels Schweif. Ach, guck mal, wir kriegen seinen Schwanz. Bist du jetzt automatisch rausgekommen? War das im Haus? Ja. Der hat 2000 Seen gegeben, der Penner. Ja, viele haben die nie gegeben. Ah ne, ich bin hier falsch. Ja, ich bin aber richtig. Nee, das war ein Zauber. Achso, das war ein Zauber? Lol. Was ganz geil ist. Glaube 27. Mhm. Führt einen fegenden Schwanzhieb in einem Bereich vor euch aus. Eine der uralten Anrufungen des Erdenbaums. Ein geiles Bild da oben. Er schafft einen geschmeidigen Schweif, der durch Gegner vor dem Zaubern fegt. Durch Aufladungen verstärkt ihr die Wirkung. Dies ist eine Manifestation der Urenergie des Erdbaums, ein Aspekt des urzeitlichen Schmelztiegels, in dem einst die Zutaten für sämtliches Leben vermischt wurden. Ja, nice. Okay. Chat, danke für die ganzen GGs. Das war ein fetter Fight. Also, jetzt wäre ich geneigt zu sagen, wir haben den Anfangsbereich beendet. Größtenteils, ja, würde ich auch sagen. Also sicherlich haben außer wir noch. Außer der Boss, der noch. Oh. Kann ich diese Markierung entfernen? Ich will nicht alle Markierungen entfernen, ich will nur diese Markierung entfernen. Ah, nochmal die gleiche Markierung setzen. Okay. Ah, der Boss unten. Der Boss unten war ein Arschloch, aber den können wir auch nochmal probieren. Ja, komm, let's go. Wo war der Anwalt? Das Ding? Dankeschön. Danke. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, wir meinen Fuchur. Das verstehe ich nicht. Echt? So, hä? Ach, weil ich gerollt bin und dadurch quasi die Giftsachen auf mir kleben. Wir dürfen in der Suft. Klebt immer noch auf mir. Jetzt hört's auf. Okay. Okay. Schwarzen Ritter mit dem Morgenstern. Falls das der schwarze Ritter ist, auf der Halbinsel unten haben wir den noch nicht besiegt. Nee. Wie wird auf Metacritic gehatet? Ja, wahrscheinlich zu Recht. Zum Teil wegen der Performance am PC. Die scheint mal wieder nicht gut zu sein. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Kann mir aber auch durchaus vorstellen, dann hast du wieder die Leute, die einfach hingehen und sagen, null. Nicht mal belastend. Ich find's geil. Ich find's auch richtig geil. Ich finde mir auch ein geilen Bild. Ich liebe die Sense. Ja, Faith ist ein guter. Die Sense. Wait. Ach Quatsch. Ich wollte es runter. Wann ist er denn gestorben? An dem Ding wahrscheinlich. Achso, der rübergekommen ist, war das er. Das wäre der Bogentyp gewesen. Drops haben aber viele. Ja, okay, ist nur trotzdem ärgerlich, ne? Also,
Die Drops, was für Drops? Die spielen ja auch die Frame-Drops wahrscheinlich. Ich glaube, alle PCler haben die. Also ich hab Technikanalysen darüber gelesen, scheißegal, was du für einen Rechner hast. Die also, Frame-Drops hat quasi jeder. Manche bekommen die halt eher mit als andere wahrscheinlich, aber... Deswegen habe ich auch gesagt, ich spiele lieber auf der Playstation, wobei, also das nicht bei mir am Fernseher, aber... Ich habe jetzt auch nicht unbedingt vor, wenn ich heute Abend nach Hause komme, direkt auf Steam zu installieren und dann los geht's, weil das würde ich mir echt gerne sparen. 131. Ach, Schaden kriegst du immer nicht. Einfach blind rollen die ganze Zeit. Keine Ahnung, was er macht. Einfach mal blind rollen, bis man denkt, jetzt kann ich mal zuschlagen. Einfach am Schwanz halten. Ja, rollen. Das Problem ist, der macht immer noch diesen golden Angriff, der weiß nicht, wo man hin soll. Rollen. Na, jetzt hat er uns erwischt. Das hier lief gut. Hinter dich will ich gar nicht. Ich will seitlich von dir sein. Ich glaube, ich trinke mal. Keine Ahnung, woher. Er hat keine Ahnung, was er gerade macht. Das ist so geil. Ah, jetzt hat er mich gegessen. Oh, stimmt. Qualle. Wir müssen die Qualle. Quali. Wie soll ich denn auch so einen Boss besiegen ohne Quali? Das ist schon richtig. Achso, ich dachte, du hast das absichtlich nicht gemacht, weil wenn wir die am Anfang gespawnt haben, dann hat er die immer direkt, der hat die immer direkt gefressen. Achso, ja, nee, ich hab Quali selber vergessen. Alter, das ist halt einfach. Einfach, oh, ey, kurz nochmal was trinken, oder? Der Angriff ist ein Problem. Ah, ja, das. Wie soll man erkennen, dass er das macht? Oh, der ist auch doof. Oh, ich muss wieder im Rollmodus. Nein! Jetzt trinke, dann bin ich direkt tot. Ne? Oh, dann bin ich nicht. Okay, nice. Ich mag nicht, wenn er so weit weggeht. Oh nein, dann ist er wieder, ne? Ja. Also Chad, ich weiß ja nicht, ne? Schon ein weirder Boss. Ich habe das Gefühl, dass ich schon 1000 Millimeter also an ihm vorbeigerusht bin. Das war nice. Oh, ich hab nichts mehr. Oh nein. Ich hatte nichts mehr zu trinken. Es ist ein pures Glücksspiel, meiner Meinung nach. Alter. Aber vielleicht mit Quali machbar. Das stimmt natürlich. Ja, aber Quali war immer so, dann ist der abgelenkt, dann fängt er an, komische Sachen zu machen. Was haben wir denn sonst noch? Was haben wir eigentlich alles so für Items? Erhöht kurz die Immunität, ja wow. Kurzkörper, das ist immer alles kurz. Kurz benutzt man nicht. Erhöht kurzfristig.
verursacht Vergiftung. Das ist eigentlich auch nicht geil. Weißt du was, der ist so... Er schafft uns die Gravitationsexplosion. Och, warum denn nicht? Lass uns das doch mal probieren. Was hatten wir für eine... Ah ja. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Ah, du visierst den an, okay. Ja, dadurch sieht man auf jeden Fall besser, was der Dude so macht. Na schon. Vielleicht gar keine so schlechte Taktik, den anzuvisieren. Ach komm. Das ist ja geht, also doch schon nicht. Okay. Okay, cool. Guter Kampf. Ja. Direkt normal. Hello there. Oh. Nein. Alter. Oh, still alive. Nee. Nee. Okay. Nee. Guck mal so. Der Geschwüre, also das ganze Ding ist ein Geschwür. Ja, mich wundert auch, dass der null Blutungsschaden kriegt. Das Einzige, was ich ganz gut finde, ist, der sieht so aus, der macht ja selber Heiligschaden. Ach, dem würde ich eigentlich schlussfolgern, dass der ein bisschen immun ist gegen, also zumindest Resistenzen hat gegen Holy. Wie kommst du auf, dass der Heiligschaden macht? Ich hätte gedacht, der macht Blitzschaden. Ach so, ja stimmt, das Blitz. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Was war das? Komm. Was soll der Geiz? Das geht gar nicht. Stimmt, wir haben eine Special Weapon, Leute. Können wir keinen Feuer-Damage machen. Machen wir Heilschaden. Das geht ja gar nicht. Na gut. Die roten Geschwüre an seinen Armen, ja, keine Ahnung, das, wie gesagt, ist ja alles Geschwür. Ach so, jetzt hat ihr das gereicht, was ich gemacht habe. Schaden, habe ich das richtig gesehen? Oh! Ja, da ist ein rotes, gelbe. Ja, egal, hat gut Damage gemacht, ist okay. Okay, wie ist das passiert? Okay. Wo ist er? Oh, oh. Ah, wahrscheinlich auf die roten Stellen, wa? Oh, oh, das macht's gut.
Alter Junge, wenn du halt so einen Boss hast, der so riesig ist, wo du immer nah dran bist und der dann so eine Attacke macht, das ist einfach Käse. Tschüss, Bali. Hast du gute Hilfe? Jetzt aber vorbei. Oh, da gibt eine goldene Saat. Nice. Immerhin etwas. Asche des verbrannten Ritters Oleg. Okay. Der sieht schwertig aus. Oleg sieht krass aus. Ruf den Geist des verbannten Ritters Oleg. Er war einer der zwei Ritter, bekannt als die Schwingen des Sturms. Nach seiner Verbannung wurde der gnadenbeschenkte Fürst auf ihn aufmerksam. Natürlich. Nachdem Oleg im Auftrag des Fürsten hunderte von Verrätern ausgelöscht hatte, wurde er offiziell am Erdenbaum als Held wieder aufgenommen. Der gnadenbeschenkte. Lead time. Und er hat 15.000 Seelen gekriegt. Okay, jetzt würde ich sagen, sind wir mit dem Anfangsgebiet durch. Und guck mal, hier ist sogar so ein bisschen was. Ja, ich glaube, die sind neu. Oh, warte mal. Ist das hier das Grab von dem? Ja, hier ist nichts mehr. Also nee. Jetzt können wir raus. Ja. Oh, bei Kelchak war er verbuggt ab 50%. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn er dann einfach rumsteht und sich schlagen lässt. Okay, das hatten wir bei einem der Riesen, als du, glaube ich, kurz auf K warst. Da stand er auch einfach nur da, hast den gehauen und nichts gemacht. Ja, Potboy haben wir gefunden. Mhm. Eben bei Yoda. Bei Maxim war der auch verbuggt. Ja, dann hoffe ich mal, dass der bei meinem Playthrough auch verbuggt sein wird. Puh, Glaube wollten wir, ne? Weil wir einen 27er Glaubenszauber haben von dem. Aber auch einen Damage mehr. Ja. Haben wir nicht. Warte mal, was haben wir denn für eine Skalierung mit Glauben mit der Waffe? Das war doch gar nicht. D. D Geschick, D Glaube. Bescheuert. Also ob wir in Geschick oder Glaube stecken, ist zumindest dabei egal. Ihr braucht 100 FP, um Oleg zu rufen. Oh, die haben wir glaube ich nicht. Dass man darauf halt keine Kriegsasche machen kann, ne? Ja. Ja. Wo gehen wir noch hin? Einer hat in den Chat geschrieben, wenn du die umarmst, die uns immer umarmen, kriegen wir neue Gesprächsoptionen, die uns vergiftet hat quasi. Yay. Ups. Was? Ah ja. Siehst du, wie groß der Zoom-Faktor ist? Oleg ist OP. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du so, wenn du so als Zauberer so einen richtig fetten Ritter holst, ja, so der dann für dich kämpft und du machst dann Damage. Ah ja, guck mal, hier, Grunak übrigens gefahren bei dem. Met Garank, I take it. Ja. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Das ist ein Covenant. Fällt übrigens auf, der Typ hat einen Helm an und einen Helm in der Hand, oder? Ja, Helm oder Maske, ja. Okay, er schafft ein Bild aus der Ordnung, um Heiligschaden zu verursachen. Nichts für uns leider. Weisheit. Nichts für uns. Das zaubert die Waffe. Das könnte man bei uns sowieso nicht machen, nee. Wenn wir eine Special-Waffe haben. Das stimmt. Hi, Konradski. Ja. Super. The piteous fellow hiding away on the balcony. He was a formidable spellblade in times past. Don't let his easy air deceive you. He was wise beyond his years,
stout of heart and clear of mind. No more, though. You see him now, ravaged by thorns, muttering and rambling, like he's half dead already. I can't stomach to watch. Take well the lesson, friend. Weißt du, der ist wie der goldene Ritter, der jetzt anfängt, alles zu killen. When grace is sullied, it rots people from the inside. Breaks them. Ja. Die Gespräche in den Souls-Teilen sind immer so anstrengend, weil die Leute immer so langsam reden und man nichts dagegen tun kann. Aber der will uns jetzt noch was über die Dinge erzählen. Oder sich selber. That I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Okay. Gehen wir mal so hin. Du immer noch nicht? Okay. Ach, was war eigentlich hier mit den Klangpeilen haben wir immer noch nicht, ne? Ne. Du willst uns bestimmt wieder nur einen Quatsch erklären, wer welcher Boss wo ist. Dann... Lady. Was? Haben wir denn so was wie Hacken überhaupt? Achso, ich glaube, das ist eher eine Gesprächsoption. Mit ihr, ich glaube, das ist eher eine Gesprächsoption mit ihr. Hätte, so hätte ich es jetzt verstanden. I am pleased to... Would you like me? Aber nee. Du kannst halt so aus. Nee. Ja, ich... Ja. It is what it is. Ja, Schnipsen verbeugen, Freunde Sprung vor, jetzt zeigen der Ring Ruhe. Aber eine Frage, wie kommt man den Buff weg von der Umarmtante da? Das ist kein Buff, das ist ein Debuff. Und die hat dir ein Item gegeben, damit kriegst du das weg. Ich glaube, ich würde die nicht umarmen beim nächsten Playthrough. Das ist einfach so komplett in Nein, so. Ja, verständlich. Du sollst sie umarmen und dann mit ihr reden. Aber wir können sie nicht umarmen. Wieso die kann höchstens umarmen? Uns halten. Ach so. Naja, ich glaube, du sollst sie umarmen, heißt, du sollst bei der Gesprächsoption ja sagen. Aber das haben wir ja schon mal gemacht. Das war kacke. Die gibt uns einen Debuff. Aber wobei, ich meine, auf der anderen Seite, wenn wir die jetzt umarmen, gibt die uns halt wieder das Ding. Das wir ich meine, wir können das natürlich trotzdem machen, das stimmt natürlich. Please, would you like now, come closer. Reißt ihr uns den Kopf ab. Weil diese Umarmgeste ich irgendwie für dieses Spiel schon abgefahren finde. Ja, das stimmt allerdings. Weil so eine körperliche Nähe, wovon die auch redet, körperliche Wärme, das ist so absolut untypisch. Oh, geheim sprechen. I was known as a deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay at the remains of an exalted noble. To grant him die saugt die Leute aus. Chance at life, to do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace. And chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this. Then good day to you, my dear. Ist das nicht die aus dem Intro? Die aus dem Sterbebett? Oh, das stimmt, das stirbt. Also da wacht eine wieder auf. Dann wird die doch auch quasi benannt.
Ja, ich weiß aber nicht, wer das ist. Ja, ist sie? Aber dann ist das doch eine der, ja, die wir killen müssen, oder nicht? Und komischerweise, also ich meine, klar, die arbeitet am Sterbebett und deswegen ist klar, dass die Leute da sterben, aber... Und das sollen wir nochmal machen, nachdem wir gerastet haben. Gibt noch mehr Informationen. Ja gut, wir haben die jetzt natürlich bisher immer komplett ignoriert, wa? Gut, wir müssen auch das Objekt benutzen, weil sonst redet die, glaube ich, nicht nochmal mit uns. Was wollten wir eigentlich nochmal hier? Ach so, mit der Reden. Ne? Vielleicht sagt ihr jetzt irgendwie so von wegen, hey. Ja, gut, stimmt. I am pleased to see. Would you like me? The blessing is still a flame. Would you like to be a... Oh, wie kann das? Oh. Komm. Guck mal, die gibt einem Debuff, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist vielen nicht aufgefallen. Mm. Uns auch nicht. Ich habe das nur auf einer. Als Memes diskutiert wurden im Elden Ring so Reddit. Very well. Then good day to you, my... Nix redet ihr mit uns. I am pleased to see. Would you like me to... The blessing is still... Would you like... I am pleased. Would you like me now? Den Debuff bekommt man wieder weg, indem man das Item benutzt, was Christian gerade benutzt hat. Kann man sie töten? Weiß ich nicht. Aber hier in dem Hub kannst du nicht schlagen. Und so. Ah, die ist das nämlich bestimmt. Then good day to you. Okay, die hat uns nichts mehr zu sagen gerade. Ja, nicht wirklich. Weiß nicht. Dankeschön, by the way, The Shark und Butterstreusel und Svenne. Das ist trotzdem so ein bisschen die Frage, wo geht man danach hin, ne? Ich würde als nächstes nach Leonia gehen, also dieses Gebiet halt. Da wirst du quasi vom Spiel hingeführt, so nach dem Motto, okay, du bist jetzt durch dieses Schloss durch, also geh hier jetzt weiter. Also würde ich genau dieses Gebiet jetzt machen. Müssen wir mal einen Dragon Try machen. Das große Finale. Why the fuck not? Der war im Norden, oder? Oder ja, direkt im Norden, genau. Du reitest voll auf mich zu. Wie fühlst du? Ja, jetzt! Ja! Okay, ihr fallt alle runter. Der ist ja gut. War der nicht auf der Insel? Der hat sich wieder hingelegt. Aber hat er nicht auf der Insel geschlafen? Guck nochmal bitte auf die Map. Ah, falsche Insel. Die, genau. Aber da liegt er auch nicht mehr. Aber der hat uns doch schon voll früh angelaufen. Doch, da liegt er. Theoretisch kannst du auch noch Quali rufen.
Was? Schwanz ist nicht real. Aber treffen kann er dich mit dem Schwanz natürlich. Hä? Was war das für ein Trick 17? Oh. Oh mein Gott. Da hat mich getroffen. Das gibt's nicht. Du kannst im Doppelsprung nicht schlagen. Okay. Er zertrümmert. Okay, so viel Damage. Man macht das gar nicht. 170 statt 113. Aber immerhin. Außerdem willst du den staggern, ne? Ja. Den Schwanz nicht schlagen. Quali! Scheiße, wir haben keine Rosinen mehr. Ausgewählt. Fett, hier macht gleich einen Abgang wieder. Da jetzt die Zauberer natürlich auch wieder ein Vorteil. Die können einfach den Kopf anvisieren und den rumreiten. Zauber. 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 Theoretisch sind wir natürlich auch Zauberer auf unsere Art und Weise, aber unsere Zauber funktionieren leider nicht so. Das war Blutungsschaden. Thank you.
Nice! Drachenherz. Gif. Nice. Nice, nice. Eine neue Kraft der Drachen. Aha. Der GG-Chat. Pferd MVP. Ja, das Pferd ist Tank, M. Das ist echt Tank. Aber bei solchen Kämpfen sollte man tatsächlich mal überlegen, die Rosinen mit auszurüsten, weil dann kannst du zumindest mal heilen und musst nicht jedes Mal so eine Flasche ausgeben. Ja, auf jeden Fall. Kannst du da geben was Neues? Vielleicht können wir uns das Ding ja leisten. Ich bin sogar am überlegen, wie man diese, ich weiß gar nicht mehr, kann man die updaten? Aber der Drache lagen wohl auch noch Items, die der beschützt hat, die dürften, sollten wir nicht vergessen. Hm. Das kostet halt... Braucht man Drachenherz zum Upgraden? Also nicht, dass wir das jetzt irgendwie... Für was upgraden? Naja, mal angenommen, wir wollen das Drachenfeuer upgraden. Weil ich meine, ansonsten könnte man ja immer hingehen und sich das einfach kaufen, weil... Egal. Weiß ich nicht. Brauchen wir das Drachenherz noch für irgendwas anderes? Ich glaube nicht, oder? Jetzt sagt nein. Ja, behalten schadet nicht, aber die Frage ist, ob ausgeben auch nicht schadet. Is used to trade at the Church of Dragon Communion for Dragon-based incantations. Oh, also damit tradest du einfach nur. Okay. Ja, John. Dann würde ich sagen, den wir tatsächlich auch zaubern können, ne? Also den, ja. Die Drachenklauen. Zwei Drachenherzen gegessen. Yum, yum. Vielleicht gibt es immer teurere, geilere Drachenzauber. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber dann wird es auch noch mehr Drachen geben. Das konnte man upgraden, das Siegel der Drachenkommunion, das habe ich gesehen. Kann man damit eigentlich? Blau. Oh. Brauchen wir gar nicht. Kann man mit unserem Siegel denn auch die Drachensachen machen? Ja, habe ich gerade. So, ich dachte, du hättest mit dem... Ach so, lol. Ah ja, okay. Das hat nur so viel verbraucht, dass wir es nicht mehr machen können. Ach so. Ey, Drachenzauber sehen ganz geil aus. Das Problem... Oh lol, der hat eine normale Sense. Oh, schade. Wir müssen noch Level steigen und die Items holen. Okay. Was hättest du denn gerne? Kraft oder Glaube? Wollen wir nicht Glaube haben für irgendwas? Ein Zauber? Ne? Kann aber nicht schaden, also. Ja, wir haben jetzt 14 Uhr. 14 Uhr, alles klar. Ja, dann also machen wir das nächste Mal. Ja, ich würde die Items sofort noch holen, weil sonst vergessen wir das. Oder wir vergessen das einfach nicht und chatten oder so. Wir machen das nächstes Mal. Ja genau, machen wir eine Markierung. Perfekt. Ja, das Fragen, warum sind da so viele Markierungen, wenn wir wissen? Genau deswegen. Waren und das aus Versehen dahingesetzt haben. Ja. Ja, guck mal, dafür, dass wir nur so drei Stündchen gemacht haben, haben wir zumindest noch ein paar Bossen besiegt. Ja, würde ich auch sagen. Also das war doch recht investierte Zeit hier. Mein Gott, was für ein geiles Event, Christian. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Freue mich auch schon auf Mittwoch. Aber ich auch. Dass es dann weitergeht. Hat auch mit euch sehr viel Spaß gemacht, lieber Chat.
Ich hoffe, Dankeschön noch Bräuchi Backen für die 5 Stufe 1 Subs. Und ja, Christian fährt jetzt wieder. Das ja. waren 3 crazy Tage. Mittwoch geht's weiter. Mit dem Elden Ring Stream nicht so.